Alles gut? Ja, bitte. Gut, damit hätten wir alle technischen Probleme hoffentlich geklärt und ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu unserer tatsächlich schon 105. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wir führen heute eine öffentliche Anhörung durch zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, formeller Name Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und auch einem Antrag der Fraktion der FDP, ergebnisorientierten Insektenschutz mit Landwirten umsetzen. In schon geübter Manier führen wir auch diese öffentliche Anhörung in einer WebEx-Videokonferenz durch. Das begleitet uns ja nun schon viele Monate und der Öffentlichkeit wird der Zugang ausschließlich durch die Online-Übertragung im Internet gewährt. Wir warten seit Beginn dieser Wahlperiode, kann man fast sagen, auf ein Insektenschutzgesetz, das der Bundesumweltministerin ein großes Anliegen war, eines unter drei vorrangigen Anliegen, als sie ihre Arbeit als Ministerin begann. Und wir werden uns heute gemeinsam mit Sachverständigen, die wir uns eingeladen haben, der Frage hingeben, ob denn nun endlich gut wird, was lange währt. Das heißt, ob das Gesetz, das in seinem Titel auch nicht Insektenschutz trägt, diesem Anliegen gerecht wird. Es gibt sicher Kritik daran, aber wir wollen mal sehen, wie das Gesamtergebnis der verschiedenen Betrachtungsweisen am Ende der Anhörung aussieht. Ich begrüße unsere Sachverständigen. Das ist Herr Dr. Thorsten Mertens von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Wir haben schon mit allen den Toncheck gemacht. Das heißt, das funktioniert. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Dann Herr Professor Dr. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Georg Meyerhofer von der Meyerhofer Agrar GbR, Steffen Pingen vom Deutschen Bauernverband, Professor Dr. Sabine Schlacke von der Westfälischen Wilhelm-Universität Münster, und zwar dem Institut für Umwelt- und Planungsrecht, Dr. Carsten Brühl von der Universität Koblenz-Landau, dem Institute for Environmental Sciences, Community Ecology and Ecotoxicology, Dr. Hubert Heilmann vom Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft an der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Holger Hennies vom Landvolk Niedersachsen, Landesbauernverband, Dr. Jürgen Metzner vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und Professor Dr. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz. Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen und jetzt schon mal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns mit Ihrer Expertise bei der Meinungsfindung der Fraktionen zur Seite zu stehen. Wir haben Mitgliederwechsel für die heutige Sitzung. Und zwar teilt die Fraktion der FDP mit, dass die Abgeordnete Judith Skudelny, die ordentliches Mitglied ist, und der Abgeordnete Frank Sitter, der stellvertretendes Mitglied ist, für heute als Mitglieder des Umweltausschusses austreten. Und dafür treten ein der Abgeordnete Dr. Gero Clemens Hocker als ordentliches Mitglied und die Abgeordnete Carina Konrad als stellvertretendes Mitglied. Ebenso haben wir einen Wechsel bei der Fraktion Die Linke. Hier tritt aus die Abgeordnete Ingrid Remmers in ihrer Funktion als stellvertretendes Mitglied des Ausschusses und stattdessen tritt ein die Abgeordnete Dr. Kirsten Tackmann jetzt als stellvertretendes Mitglied für heute. So, die Sitzung wird live übertragen. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden über das Internet zugänglich gemacht. Üblicherweise fertigen wir auch ein Wortprotokoll an. Wenn ich jetzt keinen Widerspruch sehe, dann machen wir das auch heute so. Ich schaue mich mal um unter den Abgeordneten. Nein, ich sehe keinen Widerspruch, dann haben wir das so beschlossen. Ich werde Ihnen, verehrte Sachverständige, jetzt kurz darstellen, wie der Ablauf der heutigen Sitzung geplant ist. 10 Sachverständige, Sie alle haben zuerst ein einleitendes Statement von 3 Minuten. Das ist kurz. Ich bitte Sie trotzdem, sich möglichst dran zu halten. Denn bei 10 Sachverständigen werden Sie sich selbst ausrechnen können, dass die Zeit nicht so üppig ist, wie wir sie eigentlich gerne hätten. Also 3 Minuten Eingangsstatement. Danach kommen die Fragen- und Antwortenrunden. Und das heißt, dass jede Fraktion immer 5 Minuten Zeit hat. Und diese 5 Minuten gelten sowohl der Frage, die die oder der Abgeordnete stellt, und der Antwort, die die oder der Sachverständige gibt. Deshalb auch meine Bitte nochmal an meine Kolleginnen und Kollegen, bitte gleich zu Beginn der Frage dann den Namen
das der Sachverständigen zu nennen, sodass die auch gleich auf die Zeit achten können. Denn das, liebe Sachverständige, ist leider, da wir ja virtuell tagen und Sie nicht unsere prächtige Uhr hier haben, die normalerweise immer die Zeit zeigt, Sie müssen selbst darauf achten, und zwar mit Beginn der Frage, dass Sie dann mit Ihrer Antwort nach 5 Minuten am Ende sind. Das ist etwas eine zusätzliche Anforderung, aber es gelingt im Allgemeinen. PowerPoints blenden Sie selbst ein und Sie müssen auch selbst daran denken, diese dann nach Ihrem Statement wieder zurückzuziehen, bitte. So, als Berichterstatterinnen sind mir für heute gemeldet worden der Abgeordnete Dr. Klaus-Peter Schulze für die Union, der Abgeordnete Carsten Träger für die SPD, Abgeordnete Andreas Bleck für die AfD, Abgeordnete Carina Konrad für die FDP, der Abgeordnete Ralf Lenkert für die Linke und die Abgeordnete Steffi Lemke für Bündnis 90 Die Grünen. Aus mitberatenden Ausschüssen, also das ist mehr oder weniger der Landwirtschaftsausschuss heute, sind uns diese Abgeordneten zusätzlich angemeldet: Arthur Auernhammer, Silvia Breer, Ingrid Pahlmann, Johannes Röhring, Kees de Vries von der CDU-CSU, Hildrud Lotze von der SPD und Friedrich Ostendorf von Bündnis 90 Die Grünen. Und, bitte? Seien Sie uns herzlich willkommen für heute im Umweltausschuss. Und damit können wir einsteigen in die fachliche Beratung des Themas. Ich nenne es kurz das Insektenschutzgesetz. Es war nicht ganz einfach, das auf den Weg zu bringen. Es hat nicht aus Spaß und Tollerei vom Anfang der Legislatur bis fast ans Ende gedauert, sondern weil es ein durchaus streitiges Thema ist und da auch Interessen des Landwirtschaftsministeriums und Interessen des Umweltministeriums sich durchaus gegenüberstanden. Jetzt schauen wir, wie der Konsens, wie der Kompromiss geworden ist. Und der erste Sachverständige bekommt jetzt seine 3 Minuten für sein Statement. Und das ist Dr. Thorsten Mertins vom Bundesverband der Kommunalen Spitzenverbände. Bitte, Dr. Mertins, Sie haben das Wort. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Schönen guten Tag nochmal in die Runde. Ich steige kurz und knapp ein. Wir als Kommunale Spitzenverbände befürworten den Gesetzentwurf. Wir halten die Regelungen, die durchaus Kompromisscharakter an vielen Stellen aufweisen, für gut und richtig. Der Insektenschutz ist ein wichtiges kommunales Anliegen. Und wir sind der Auffassung, dass viele von den Regelungen, die hier vorgesehen sind, dazu beitragen können. Ich möchte aber einen Punkt hervorheben, der aus unserer Sicht wichtig ist. Denn einfach nur das Gesetz zu verabschieden, genügt nicht, sondern das Gesetz muss auch vor Ort in den Kommunen umgesetzt werden. Und da gibt es in dem Gesetz mehrere Punkte. Ich greife einfach einen Punkt heraus, zum Beispiel die neuen Biotoptypen, die dort vorgesehen sind. Da muss man sich vergegenwärtigen, dass man die zwar im Gesetz erstmal auflisten kann. Das ist auch aus fachlicher Sicht begründet. Das ist richtig. Das wird auch dem Insektenschutz nützen. Aber vor Ort müssen Behörden darüber wachen, dass diese Biotoptypen in ihrem Zustand bleiben. Die müssen kartiert werden. Wenn da Eingriffe erfolgen sollen, müssen die behördlich überwacht werden. Für all diese Dinge braucht man Personal, braucht man Kapazitäten. Und das ist zwar typischerweise kein Gegenstand des Bundesgesetzgebers, das hier gleich mitzuregeln, aber man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten, auch mit Blick dann auf die Beratung im Bundesrat, wenn die Länder ins Spiel kommen und das Gesetz in Richtung seiner Umsetzung geht, dass es hier eben auf der kommunalen Seite auch erheblicher Kapazitäten bedarf, den Insektenschutz tatsächlich in der Praxis umzusetzen. Das ist der wesentliche Punkt, den wir hier nochmal in die Anhörung geben wollen, denn mit den ganzen fachlichen Punkten, wir haben eine relativ ausführliche Stellungnahme dazu abgegeben, es gäbe aus unserer Sicht einigen punktuellen Änderungsbedarf. Der ist aber, wie gesagt, nur punktuell. Wir werden sicherlich im Laufe der Anhörung hier darauf zu sprechen kommen. Auch das Thema Glyphosat, da halten wir das parallel laufende Verordnungsgebungsverfahren auch für richtig, dass der Glyphosat-Anwendung einen Endpunkt setzt. Also insofern sind wir hier aus fachlicher Sicht mit dem Ganzen einverstanden, geben aber auch zu bedenken, dass eben Insektenschutz nicht damit endet, dass das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist, sondern dann tatsächlich erst in die kommunale Umsetzung geht und dass da die kommunalen Behörden, die die Aufgaben haben, auch entsprechend ausgestattet sein müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Mertins. Das nächste Statement hören wir von Professor Dr. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bitte, Herr Professor Settele. Ja, guten Tag zusammen. Auch danke für die Einladung. Können Sie meine Folie sehen? Ja, sehen wir. Okay. Ich wollte jetzt eher versuchen, noch mal kurz die Übersicht zu geben, was eigentlich Stand des Wissens ist beim Thema. Das ist mehr oder weniger bekannt, aber auch nicht bei allen. Und deshalb würde ich hier ein paar Folien dazu zeigen, wenn es funktionieren würde. Sie kennen ja alle diese Studie von Hallmann et al., wo es um die Insektenbiomasse ging. Herr Dr. Settele, Entschuldigung, dass ich noch mal kurz reinkomme. Wir haben einen blinden Fleck auf der Folie oben, im oberen Drittel, ein Viereck, das nicht zur Folie gehört, sondern diese abdeckt ein Stück weit. Ja, jetzt geht es auf die Seite, jetzt ist es weg. Wunderbar. Okay, da waren Sie drauf gewesen bei mir. Ja, also es gibt die Studie, das ist bekannt, die Biomasse-Rückgangsstudie von Hallmann et al., die Krefelder Studie, die zeigte, dass wir eben massive Rückgänge in Biomassen haben. Das war ja immer ein Thema in der Diskussion auch gewesen, wo es darum ging, sind Biomassen und Arten. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das ist eine neue Arbeit, die ist die Sulfiden aus, die Schwebfliegen ausgewertet hat. Da sehen wir oben die Schwebfliegenarten im Jahr 1989 und 2014 und unten die entsprechende, oben die Individuen, unten die Arten. Wir sehen eben auch, dass hier ein starker Zusammenhang besteht zwischen Biomasse, Menge von Tieren und Artenzahl. Das ist durchaus eine Sache, die korreliert, vor allen Dingen dann, wenn man das Ganze über ganze Vegetationsperioden hin betrachtet. Die blauen sind jeweils die 89er-Daten und die roten die 2014er-Daten. Das war eine Arbeit, die erst neulich erschienen war. Dann haben wir natürlich die Einschätzung der roten Listen, die im Prinzip auf Fachexpertise beruht, auf vielen ehrenamtlich tätigen Menschen. Und da sehen wir eben auch das vom Bundesamt für Naturschutz, schönen Gruß an Frau Jessel, die zeigt uns eben, dass 74% der Arten einen Rückgang haben oder ausgestorben sind, je nachdem 2% eine Zunahme. Bei einigen ist dann das gleich geblieben und bei einigen die Daten ungenügend. Das sind ungefähr ein Viertel der Arten, die wir in Deutschland eigentlich haben, von 30.000 Insekten, die hier eingestuft wurden. Dann haben wir Phänomene in unserer eigenen Arbeit beobachtet, dass wir zum einen innerhalb von Natura 2000 Gebieten, es geht ein bisschen jenseits von Naturschutzgebieten, also Natura 2000, wir mehr Arten hatten im Prinzip als außerhalb, was erstmal zeigt, dass die Flächen nicht schlecht gewählt sind. Wir sehen auch, dass mit dem Abstand von dem nächsten Natura 2000 Gebiet die Artenzahlen abnehmen, das ist die rechte Grafik. Leider ist aber auch so, dass die Tendenz über 10 Jahre hinweg, die wir analysiert hatten, sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Gebiete negativ läuft. Das heißt, die Artenzahlen gehen dort allmählich, aber schon in recht kurzer Zeit auch deutlich zurück. Auch eine Sache, die durchaus nachdenklich macht. Europaweit haben wir Daten, hier sind die Tagfalter ganz gut analysiert, um die besten Daten zu haben. Da sehen wir, dass im Grünlandbereich ein Trend ist, rückgangsmäßig von 100% auf 70% ungefähr im Laufe der letzten 25 Jahre. Das sind Daten aus insgesamt 22 Ländern für Arten, die speziell im Grünland vorkommen. Im Bereich dieses Assessments von IPBES zu Bestäubern, das war ja auch ein Thema, was in der Einleitung stark drin war in den Dokumenten, sehen wir aber weltweit, dass wir starke Rückgänge haben. Wir können auch pauschal sagen, das ist ein Ergebnis unseres Assessments damals gewesen, dass wir diese Vielfalt von Bestäubern, Bienen, Schwebfliegen, Tagfalter in Europa und Nordamerika beobachten können, dass deutlich über 40% der Arten, der Bienenarten gefährdet sind. In Deutschland sind es etwa 50-60%. Dass 9% der Bienen- und Tagfalter, wo wir die besten Daten haben, bereits europaweit gefährdet sind und dass wir einen Mangel an Daten für viele andere Regionen der Welt haben. Das waren Konsensergebnisse, die damals in diesen Verhandlungen rausgekommen sind. 2016 war das schon. Kurz zu den Ursachen. Hier nochmal die Tagfalter. Wir sehen, wir haben ganz verschiedene Aspekte. Oben geht es um landwirtschaftliche Intensivierung, darunter um Abandonment, also um die Aufgabe von Landwirtschaft. Das heißt, es zeigt uns, wir sind tätig in einem Bereich, der ganz stark von Agrikultur geprägt ist. Das heißt, wir müssen immer bedenken, dass wir, wenn wir Naturschutz machen, hier immer mit der Landwirtschaft agieren müssen, um entsprechend auch Lösungen zu finden. Naturschutzgebiete und Pflanzenschutzmittel. Hier sind nochmal Daten aus von Krefeld, ein Foto hier. Da sieht man den Ackerbereich, der jetzt ins NSG reingehört. Dort gibt es 4 Punkte, die hatte ich immer erwähnt bei diversen anderen Auftritten auch, dass wir keine Verfügbarkeit von Daten zur Nutzung der Flächen haben. Es sieht einsatzmäßig auf Ackerflächen innerhalb und außerhalb der NSG und daher ist keine Möglichkeit, die Korrelation zur Biodiversität herzustellen. Dann große Aktionsradien, das heißt, wir haben große flächeintegrierende Aspekte. Das UBA hat schon lange ein Pestizidverbot gefordert innerhalb der Schutzgebietsfläche. Das sollte auch umgesetzt werden, das hatte ich so mal formuliert. Das ist eine Frage der Politik, nicht der Wissenschaft letztlich. Und natürlich bei Naturschutzgebieten haben wir häufig durch die räumliche Form und nicht vorhandene Pufferzonen größere Probleme. Dennoch bin ich der Meinung, Herr Dr. Settele, könnten wir es dabei belassen? Sie sind schon seit längerer Zeit über die 3 Minuten. Okay, alles klar. Das war die Folie und damit für uns Landwirtschaftsteil der Lösung. Dankeschön. Okay, Dankeschön.
Gut, den Satz kann jetzt auch jeder noch lesen. Und damit gehen wir weiter zu Georg Meyerhofer. Bitte schön, Herr Meyerhofer. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Georg Meyerhofer und ich bin ein verheirateter Familienpapa von 3 Söhnen. Ich bewirtschafte den mir anvertrauten Familienbetrieb zusammen mit meinem Vater, einem festen Mitarbeiter, einer Praktikantin sowie 3 kurzfristig beschäftigten Arbeitskräften. Als Landwirt, Jäger und Imker habe ich ein großes Verständnis für die Belange der Natur, der Biodiversität und der Artenvielfalt. Unsere Arbeit auf dem elterlichen Betrieb wird dadurch geprägt, einen Weg zu finden, Artenschutz und Biodiversität mit den landwirtschaftlichen Produktionsverfahren zusammenzubringen. Wir geben uns große Mühe, Maßnahmen auf dem Acker anzubieten und zu gestalten, die es ermöglichen, Lebensräume besonders für Insekten und Vögel zu bieten. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, die Landwirtschaft weiterzuentwickeln und die enormen Herausforderungen anzunehmen. Daher arbeite ich auch als Beiratsmitglied des digitalen Wissens- und Informationssystems für die Landwirtschaft, kurz DAKIS, mit. Wir haben ein Biodiversitätsprogramm mit Syngenta am Laufen, wo wir zusammen mit Games Conservancy Deutschland einem eingetragenen Naturschutzverein sogenannte Beetlebanks anlegen, die als Lebensraum, wie der Name schon sagt, für Käfer und Vögel dienen. Und ich versuche, als Demonstrationsbetrieb in Bayern mir selbst das beste Vorbild zu sein, indem wir die im Kulturlandschaftsprogramm angebotenen Maßnahmen aufnehmen und umsetzen. Aber in den letzten Jahren wurde das Leben für uns Landwirte deutlich schwieriger und komplexer. Die permanenten Veränderungen hinsichtlich der Düngung, die Umsetzungsmaßnahmen des Bayerischen Naturschutzgesetzes, ausgelöst durch ein Volksbegehren, und die ständig medialen und politischen Angriffe setzen unserer Branche schwer zu. Bestes Beispiel, und es zeigt sich, dass Gesetze und Regelungen häufig an der Praxis vorbeilaufen. Bestes Beispiel dafür ist das Anwaltsverbot auf Wiesen nach dem 15. März. Selbst nach mehrmaligem Verschieben der Frist lag im heutigen Jahr im Landkreis Oberallgäu weit bis in den April noch Schnee. Ein Walzen war also wegen natürlichen Bedingungen vorher gar nicht möglich. Auch in Bezug auf Wolf und Biber sehen wir in den ländlichen Regionen große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Ich persönlich würde sogar behaupten, der Biber sorgt bei uns für eine Verringerung der Biodiversität, da alle an den Bachläufen von den Landwirten gepflanzten Bäume bereits umgenagt sind und die Landwirte es nicht mehr einsehen, neue Bäume nachzupflanzen, solange dem Biber nicht Einhalt geboten wird. Deshalb brauchen wir in Sachen Natur- und Artenschutz eine gemeinsame Anstrengung, dies mit den betroffenen Menschen aus den ländlichen Regionen hinzubekommen. Wir brauchen mehr Forschung in Form von On-Farm-Research. Wir brauchen finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen, um der Landwirtschaft den Einkommensverlust auszugleichen. Biodiversität und Artenschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Und wir brauchen mehr Flexibilität in der Umsetzung. Was wir jedoch nicht brauchen, sind noch mehr Gesetze und Regelungen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Meyerhofer. Jetzt hören wir Steffen Pingen vom Deutschen Bauernverband. Bitte, Herr Pingen. Guten Tag, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Position der Landwirtschaft darzustellen. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Sie müssten jetzt die Folien sehen. Das Thema Insektenschutz ist für die Landwirtschaft ein sehr wichtiges Thema. Die Landwirte stellen sich dem Ziel des Insektenschutzes. Sie setzen aber auch darauf, dass Insektenschutz mit geeigneten Maßnahmen, praktisch umsetzbaren Maßnahmen und wirtschaftlich tragfähigen Maßnahmen umgesetzt wird. Also das Ziel wird anerkannt, aber es kommt auf das Wie an. Und die Landwirte setzen bereits sehr vielfältige Maßnahmen um, über das Greening, über Vertragsnaturschutzprogramme, über Projekte und Ähnliches. Also die Landwirtschaft nimmt das Thema an, sieht es aber auch für erforderlich an, dass alle gesellschaftlichen Gruppen und alle Gefährdungsursachen einbezogen werden, bis hin zum Flächenverbrauch, privates Grün etc. Die Betroffenheit der Landwirtschaft ist riesig. Das Aktionsprogramm Insektenschutz kann potenziell bis zu 1,3 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche betreffen mit Bewirtschaftungseinschränkungen. Aus unserer Sicht legt das Aktionsprogramm Insektenschutz den Fokus zu sehr auf die Landwirtschaft, während dann andere Bereiche eher mit Appellen und Wettbewerben adressiert werden. Das Insektenschutzpaket, so wie es vom Kabinett beschlossen wurde, setzt für die Landwirtschaft auf Ordnungsrecht mit Schutzgebietsausweisungen, Verboten und Auflagen. Demgegenüber erwarten die Landwirte, und das ist auch für erfolgreichen Insektenschutz nötig, dass Kooperationen vor Verboten kommen und Rechtssicherheit und Vertrauensschutz im Naturschutz besteht.
und letztlich der Erhalt der Förderfähigkeit und ein finanzieller Ausgleich für Leistungen der Landwirte gesichert wird. Welche Probleme bestehen jetzt aus Sicht der Landwirtschaft konkret mit dem Bundesnaturschutzgesetz? Der vorgesehene gesetzliche Biotopschutz ist nicht geeignet für den Erhalt von Wirtschaftsflächen, wie das artenreiche Grünland und die Streuobstwiesen. Es führt zu einem Wertverlust der Flächen, zu einer Einschränkung der Förderfähigkeit und letztlich ist es eine Bestrafung der freiwilligen Leistungen der Landwirte, die diese Flächen über Jahre und Jahrzehnte erhalten und bewirtschaftet haben. Auch die Eingrenzung der Definition des artenreichen Grünlandes in der Begründung des Gesetzentwurfs ist zu unbestimmt, als dass es nur in Anführungszeichen auf die beiden Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie abzielen würde. Das Konzept Natur auf Zeit im Gesetzentwurf ist an sich sinnvoll, aber es ist zu unbestimmt und es wird ausgehebelt durch das Artenschutzrecht. Das ist zu erwarten. Das Thema Lichtemission, es ist gut, dass es eingebunden wird, aber aus unserer Sicht ist es auch zu knapp bemessen, nur auf Schutzgebiete bezogen und nicht breiter gezogen. Viele Gefährdungsursachen werden ausgeklammert. Da sich das Bundesnaturschutzgesetz aber nicht alleine im Aktionsprogramm oder im Insektenschutzpaket befindet, sondern auch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, muss man auch einen Blick darauf werfen. Es gibt Verknüpfungen zwischen beiden. Und in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung sind pauschale Verbote für Pflanzenschutzmitteleinsätze in Schutzgebieten vorgesehen, zum Beispiel in Naturschutzgebieten, die aus unserer Sicht nicht sachgerecht sind und auch nicht verhältnismäßig. Die Verbote in FFH-Gebieten sind, auch wenn es eine Option gibt für die Länder, aus Sicht der Landwirtschaft ein Vertrauensbruch. Ihnen wurde versprochen bei der Ausweisung der Gebiete, dass sie weiter bewirtschaftet werden können. Die vorgesehene Öffnungsklausel dort wird ausgehebelt. Die Länderinitiativen, die vorhanden sind, greifen nicht vollständig, sondern werden durch das Bundesrecht ausgehebelt und es fehlt ein Ausgleich. Bei den Gewässerabständen werden auch die Landesregelungen ausgehebelt. Die vorgesehene Unberührtheitsklausel reicht nicht aus. Es wäre besser ein Vorrang. Auch dort ist kein Ausgleich vorgesehen. Deswegen ist es wichtig. Herr Pingen, könnten Sie zum Schluss kommen, bitte? Genau, das ist auch meine letzte Folie. Deswegen ist es wichtig, die Protokollerklärung aus der Kabinettsbefassung umzusetzen. Dort ist vorgesehen eine gesetzliche Absicherung der Landesinitiativen, eine gesetzliche Absicherung der Unberührtheitsklauseln, ein finanzieller Ausgleich. Und deswegen ist die Protokollerklärung für die deutsche Landwirtschaft der Maßstab für das Insektenschutzpaket. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Pingen. Frau Professor Sabine Schlacke von der Westfälischen Wilhelms-Universität gibt uns als nächstes ihr Statement. Bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Bundestagsausschusses. Ich möchte zunächst mal den Gegenstand dieser Anhörung klären. Aus meiner Sicht ist das der Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und nicht die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Dazu habe ich dann auch nicht Stellung bezogen, weil das nicht Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens, sondern eines Verfahrens unter gesetzlicher Rechtsetzung ist. Insgesamt ist der hier vorliegende und zu diskutierende Gesetzentwurf, der eben Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes vorsieht, gerichtet auf einen verbesserten Schutz von Insekten. Diese Zielsetzung ist angesichts des Rückgangs der Biodiversität, insbesondere von Insekten, sehr zu begrüßen. Es wird hier in erster Linie eine Zielsetzung des BNHGs erweitert und es werden Anreize für einen verstärkten Insektenschutz vorgesehen, sowie repressive Verbote mit Erlaubnisvorbehalte verankert. Mit Ausnahme der Erweiterung der Liste des Paragraphen 30 Bundesnaturschutzgesetz um die Biotope artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockensteinmauern enthält der Entwurf keine Regelungen mit einem spezifischen Landwirtschaftsbezug. All das ist, wie schon eingangs erörtert, in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung im Entwurf dazu geregelt. Trotzdem, obwohl ich das gesamte Vorhaben begrüßenswert finde, möchte ich ein paar punktuelle
Änderungsvorschläge dem Ausschuss unterbreiten. Zum einen betrifft das die Zielsetzungen. Man könnte die Begrenzung von Lichtverschmutzungen, hierauf liegt ja ein Schwerpunkt des Änderungsgesetzes, durch die Aufnahme eines neuen Ziels Schutz der Nachtlandschaft, Schutz der Nachtlandschaft unterstützen. Es würde die biologische Vielfalt einerseits und das menschliche Erlebnis der Nacht bzw. des Nachthimmels andererseits geschützt werden durch eine solche neue Zielsetzung. Dann sollte aus meiner Sicht das Konzept Natur auf Zeit, was auch sehr unterstützenswert ist, konkretisiert werden. Hier sind freiwillige Maßnahmen begünstigend bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Was das nun genau heißt, welche Lenkungswirkung diese Begünstigung entsprechen soll, das müsste weiter konkretisiert werden. Dann als weiteren Punkt die Landschaftsplanung. Das soll gestärkt werden. Ich halte diesen Vorrang der Fortschreibungspflicht nur für die überörtliche Landschaftsplanung gegenüber einer Prüfpflicht nach 10 Jahren für die kommunale Landschaftsplanung für richtig, weil damit angemessen das kommunale Selbstverwaltungsrecht berücksichtigt wird. Und vielleicht noch zum Schutz vor Lichtemissionen. Hier meine ich, brauchen wir noch Verstärkungen des Schutzes vor nachteiligen Lichtemissionen. Gerade im Paragraphen 23 Absatz 4, dieser sollte ausgedehnt werden, auch auf Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete und gesetzliche Biotope und nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich gelten. Dann sollten Beleuchtungsanlagen, die in der Nähe von Schutzgebieten errichtet werden, möglicherweise durch eine Abstandsregelung auch erfasst werden. Und drittens sollte klargestellt werden bei der Konkretisierung, welche Normen herangezogen werden. Die müssen die naturschutzfachliche Expertise, die hier besteht, ebenfalls enthalten. Und wenn das bei bestimmten DIN-Normen nicht der Fall ist, dann dürfen diese nicht allein ausschlaggebend sein. Frau Professor Schlacke, könnten Sie hier einen Punkt machen? Auch Sie sind schon deutlich über Ihre 3 Minuten. Dann mache ich jetzt hier einen Punkt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Professor Schlacke. Ja, dann haben wir das nächste Statement von Dr. Carsten Brühl vom Institute for Environmental Sciences. Bitte schön. Genau. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich bin Ökotoxikologe und beschäftige mich mit den Auswirkungen von Pestiziden auf die Umwelt. Gestatten Sie mir zu Beginn einige Worte dazu. Der Rückgang der Insekten ist, wie wir gehört haben, real und wissenschaftlich belegt. In Mitteleuropa wird er vor allem in der offenen Agrarlandschaft beobachtet, in der auch eine Vielzahl von Insekten, wie die genannten Bienen, Wildbienen, ausschließlich zu finden sind. In der Agrarlandschaft werden auf über einem Drittel der Landesfläche der Bundesrepublik Kulturpflanzen angebaut. Zum Anbau dieser Kulturpflanzen werden seit 50 Jahren flächendeckend Insektizide und Herbizide eingesetzt. Insektizide haben das Ziel, Insekten zu töten. Herbizide reduzieren die Dichte an verfügbaren Nahrungspflanzen, im Agrarkontext Unkräuter, für Insekten auf dem Acker. Damit stellt der Einsatz von Pestiziden meiner Meinung nach auch die Hauptursache für den Rückgang der Insekten in der Agrarlandschaft dar. Die Umweltrisikobewertung, die bei der Zulassung dieser Pestizide durchgeführt wird, berücksichtigt die Effekte auf der Kulturfläche nicht und betrachtet auch nicht die Auswirkungen der Futterpflanzenreduktion auf die Insekten. Zudem findet dabei eine Einzelstoffbewertung statt, wohingegen in der Umwelt immer Mischungen von Pestiziden vorliegen. Damit muss man sagen, dass die im Einsatz befindlichen Pestiziden deshalb nicht als sicher für die Umwelt oder auch die Insekten zu bewerten sind. Das Paket, das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung, beinhaltet Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes und der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. In der Novelle des Gesetzes werden Lichtverschmutzung und der Einsatz von Bioziden in Schutzgebieten adressiert. Es ist meiner Ansicht nach begrüßenswert, dass der Einsatz von Insektiziden, die im nicht-agrarischen Kontext Biozide genannt werden und meist mit Hubschrauber ausgebracht werden, nicht mehr in der Form in Naturschutzgebieten zum Einsatz kommen.
Bedauerlich ist meiner Einschätzung nach, dass die FFH-Gebiete nicht wie geplant in diesem Verbot mit einbezogen sind, obwohl der Schutz der Biodiversität auf europäischer Ebene in denen ja geregelt wird. In der zugehörigen Novelle der Pflanzenschutzanwendungsverordnung wird der Einsatz von Pestiziden im Ackerbau in Naturschutzgebieten verboten. Dies ist begrüßenswert und stellt für den Schutz der Insektenarten, die auch oft nur noch in diesen Schutzgebieten zu finden sind, sicherlich eine deutliche Verbesserung dar. Dieses Verbot betrifft 0,35% der Ackerfläche Deutschlands und stellt damit die Existenz der konventionellen Landwirtschaft nicht in Frage. Dieser geringe Flächenanteil wird allerdings den beobachteten allgemeinen Insektenrückgang im Offenland nicht aufhalten. Hierfür wäre es meiner Einschätzung nach besonders wichtig, schnell eine Umsetzung von Maßnahmen anzustoßen, die große zusammenhängende pestizidfreie Flächen schaffen, wie Zunahmen von Brachen, Pestizidreduktion im Allgemeinen und auch Zunahme von Flächen unter biologischer Bewirtschaftung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Brühl, das war eine Punktlandung. Und jetzt hören wir das nächste Statement von Dr. Hubert Heilmann, Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft. Bitte, Herr Dr. Heilmann. Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich lasse die Kamera ausgeschaltet, denn ich hatte schon über ein Dutzend Ton- und Bildausfälle. Ich habe das Gefühl, ohne Video ist die Leitung etwas sicherer. Im Gegensatz zu meinem Vorredner begrüße ich sehr die Entschärfung des Änderungsentwurfs, dass also die FFH-Gebiete nicht mit drin sind. Das wäre für die aus Sicht der Landwirtschaft eine Katastrophe gewesen. Ein Insektenverbot im Grünland in Natura 2000-Gebieten, da gebe ich ihm recht, betrifft die Landwirtschaft in keinster Weise, denn Insektizide werden im Grünland nicht eingesetzt. Insofern macht das aber auch keinen Sinn, das dann zu verbieten. In Mecklenburg-Vorpommern sind durch den Lebensraumtyp 6510 genau 930 Hektar zugeordnet. Die sind aber bereits dem Natura 2000-Gebieten zugeordnet. Hier ändert sich also im Status nichts. Man könnte also sagen, alles ist gut. Aus Sicht der Landwirtschaft ist das aber nicht ganz so. Die Flächen werden häufig, gerade die, die hier gefordert werden, wie Streuobstwiesen, Steinriegel, Steinhaufen und so weiter, diese sogenannten Ackerbegleitbiotope, die werden immer weniger. Warum werden sie weniger? Weil wenn ein Landwirt hingeht und nimmt diese Flächen und für mehr Natur und nutzt sie entsprechend, dann ist die Konsequenz, durch die Unterschutzstellung wird er nun, dieser Landwirt, von der ursprünglichen Nutzung ist nicht mehr erlaubt, er wird daran gehindert. Er empfindet das als eine Einschränkung seiner Verfügungsgewalt, eine Reduzierung seiner Nutzungsoptionen bis hin zum Gesamtentzug. Und jede Unterschutzstellung wird eine potenzielle Naturschutzförderung behindern. Das soll heißen, durch das Verbot der Doppelförderung ist alles, was gesetzlich gefordert ist, kann nicht gefördert werden. Das macht Probleme bei den Agrarumweltmaßnahmen im Vertragsnaturschutz, selbst bei der Ökoprämie für Ökobetriebe. Die müssten für solche Flächen gekürzt werden, wie in den Wasserschutzgebieten. Aber auch zukünftig bei der neuen Agrarpolitik, Ecoschems, Konditionalität, auch hier wird der Verwaltungs- und Kontrollaufwand immens steigen, ohne dass irgendein positiver Beitrag für Natur und Umwelt entsteht. Wenn man immer von Honorierung der gesellschaftlichen Leistung spricht, dann ist das leider Gottes kein kooperativer Naturschutzansatz, den Sie hier vorlegen, sondern aus meiner Sicht ein Rückschritt. Es ist keine Förderung von gesellschaftlichen Leistungen, sondern wird eher als Bestrafung benutzt. Und das ist einer der Hauptgründe meines Erachtens, warum zum Beispiel solche Ackerbau-Begleitbiotope nicht mehr zunehmen. Denn sie kommen einfach freiwillig nicht mehr zustande, weil die Landwirte sagen, dann lass es lieber, wenn ich danach keine Verfügungsgewalt mehr habe. Denken Sie bitte daran, die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, dieser Graben, der da ist, der muss zugeschüttet werden. Das hier vertieft aber den Graben. Das ist ein Rückschritt aus meiner Sicht, was die Strategie angeht. Mit Verboten und Schutzgebietsauflagen kommen wir zu keiner positiven Entwicklung der Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Vielen Dank. Vielen Dank.
Jetzt hören wir das Statement von Dr. Holger Hennis vom Landvolk Niedersachsen. Bitte. Sie müssen Ihr Mikro noch freischalten. Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke, dass ich hier vortragen kann in diesem Ausschuss. Ich bin selber Landwirt aus der Region östlich von Hannover und Vorsitzender des Niedersächsischen Bauernverbandes. Und ich gebe kurz mal eine Datei frei, wenn es dann geht. Jawohl. Also wir haben in Niedersachsen ja schon ein Länderprogramm wie in Baden-Württemberg und Brandenburg jetzt neu und auch in Bayern, mit dem wir uns intensiv mit dem Naturschutz auseinandergesetzt haben. Und diese Anforderungen, die in diesen modernen Naturschutzkonzepten gestellt werden, den erfüllt das Aktionsprogramm Insektenschutz nicht, weil es ist nicht vollständig. Es zeigt sehr, sehr viel alten Geist, was Kooperation und Konfrontation angeht. Und es leistet auch nicht genug, was den Naturschutz angeht. Deswegen würde ich Ihnen im Vergleich dazu gerne den Niedersächsischen Weg vorstellen. Da sieht man ganz deutlich, die Maßnahmen sind wesentlich gestaltbarer, wie zum Beispiel diese 15% Biotopverbundfläche, zu der wir uns verpflichtet haben, die auch dem genetischen Austausch der Insekten untereinander dient. Wir haben angepasste Maßnahmen, wir haben mehr Freiwilligenprogramme und wir haben eine kontinuierliche gemeinsame Erfolgskontrolle. Und gleichzeitig gibt es auch Auflagen, aber da gibt es einen gesetzlichen Pflichtausgleich. Und deswegen konnten die Landwirte da mitgehen. Deren Existenz, gerade die von einzelnen Betrieben, ist dadurch nicht bedroht. Und wir haben mit den Naturschutzverbänden und den Flächennutzern das gemeinsam ausgehandelt und mit den zuständigen Ministerien. Und das sieht dann beispielhaft so aus, dass wir vorrangig freiwillige Vereinbarungen haben. Es gibt dann auch die Einbindung der bundes- und EU-weiten Agrarumweltmaßnahmen. Und erst als letzte Mittel, wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auch die Möglichkeit der Anordnung der gesetzlichen Regelung. Und das gilt auch für den Biotopverbund. So haben wir das gestaltet. Und das haben wir dann auch so aufgeführt und konnten unsere Betriebe auch damit überzeugen, dass das insgesamt als Konzept mit der gesetzlichen verankerten Ausgleichsverpflichtung funktioniert. Und das war unseren alles wichtig. Und wenn jetzt das Insektenschutzpaket kommt, nämlich mit der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die da massiv eingreift, dann fallen uns in Niedersachsen diese ganzen Ausnahmeregelungen weg. Und das gilt auch in den anderen Bundesländern, die sich schon auf den Weg gemacht haben oder die sich noch auf den Weg machen wollen. Und man sieht es am Beispiel Gewässer. Niedersachsen hat ein äußerst dichtes Gewässernetz, aber gerade oben an der Küste und in den Flussregionen sind bis zu 20% der Betriebsfläche allein durch die Gewässerrandstreifen betroffen. Oder in den großen FFH-Gebieten in der Elbtalaue. Da liegen etliche Betriebe komplett mit ihrer gesamten Fläche in dem Gebiet. Für die ist das keine Lappalie. Die sind vollkommen betroffen von diesem Programm. Und deswegen haben wir Ausnahmekulissen gebildet. Da, wo die Futterfläche notwendig ist, auch um die Tiere zu ernähren, da gibt es Möglichkeiten, um sie eben von diesen Abstandsregelungen zu befreien, wenn es genug andere Flächen gibt. Und deswegen brauchen wir eine Umsetzung der Protokollerklärung. Wir wollen die Einbeziehung der Landwirtschaft und der Naturschutzverbände. Und vor allem brauchen wir eine Veränderung des Pflanzenschutzgesetzes, § 14 zum Beispiel. Wir brauchen diese gesetzliche Verankerung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung im Rahmen eines Artikelgesetzes. Eine vorrangige Länderöffnungsklausel und eine Ausgleichsregelung, zumindest, dass die Länder sie einführen können. Das ist für uns essentiell, dass es diese Möglichkeit gibt, Naturschutz auch zu entlohnen. Ansonsten werden die Landwirte, die jetzt schon Naturschutz in den Großschutzgebieten machen, die werden bestraft, ihnen werden die Prämien gekürzt. Da gebe ich meinem Vorgänger vollkommen recht. Diese Landwirte erfahren, dass Naturschutz ihrem Betrieb schadet und ihnen keine langfristige Perspektive bietet. Und das schadet dem Naturschutz langfristig genauso. Und so gewinnt man kein Vertrauen. Ich danke. Dankeschön, Herr Dr. Hennis. Herr Dr. Jürgen Metzner vom Deutschen Verband für Landschaftspflege gibt uns jetzt sein Eingangsstatement. Bitte, Herr Dr. Metzner. Ja, hallo, grüße Sie, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Sehen Sie meine Folien? Ja. Okay, vielleicht kurz einführend, wo ich herkomme. Ich komme von den Landschaftspflegeverbänden. Wir sind paritätisch zusammengesetzt, das heißt grundsätzlich kooperativ organisiert. Und das heißt, wir sind eigentlich immer sachorientiert und neutral, gehen wir an die Sache heran. Und Sie, auf der ersten Folie sehen Sie zweimal das Wort Freiwilligkeit stehen. Das ist ein Grundprinzip von uns und ist auch ein Grundprinzip einer guten Kooperation. Das ist der nachhaltigste Weg. Mit Landwirtinnen und Landwirten und Kommunen freiwillig agiert, das nachhaltig umzusetzen und auch Sachen in der Fläche zu bewegen. Nichtsdestotrotz, und darauf lege ich Wert, braucht jede Freiwilligkeit auch Rahmen.
verlässliche Rahmen und Rahmengesetzgebungen und deshalb vorweg grundsätzlich auch mit Ausnahmen befürworten wir diesen Gesetzentwurf. Dass der Zustand sich in unserer Natur verschlechtert, das wurde jetzt dargestellt. Ich weiß, Anfang der 2000er Jahre haben wir bereits darüber diskutiert, dass wir 2010 eine Biodiversitätsstrategie umzusetzen haben. Dann haben wir darüber diskutiert, dass wir 2020 eine Biodiversitätsstrategie umzusetzen haben. Und jetzt 2021 diskutieren wir über 2030. Und es ist langsam soweit. Wir müssen das Thema anpacken, ohne nochmal zu vertagen. Und ganz klar, die Art der Landnutzung ist ein Grund für die Verschlechterung. Da nehme ich jetzt keine Gartenbesitzer aus. Aber das ist der Grund und man muss sagen, wir wissen, wie es geht. Wir haben lange Erfahrungen in der Maßnahmenumsetzung vor Ort und da kann man mit Sicherheit draus schöpfen. Grundsätzlich brauchen wir aber unsere Betriebe für alle Naturschutzziele. Ungefähr 40.000 Betriebe sind für uns im Naturschutz tätig und die gilt es zu unterstützen und auszubauen. Das ist ganz wichtig und leider, und das muss ich sagen, sind alle Bedingungen für einen freiwilligen Ausbau dieser Zusammenarbeit nicht gegeben, sowohl im Hinblick auf Anreize, Bürokratie, aber auch auf Beratung. Ja, das neue Gesetz hat mit Sicherheit bei den nutzungsabhängigen Biotopen ihre Knackpunkte. Ganz klar, hier sind wir der Meinung, dass immer auch Ausnahmen geprüft werden müssen für die Flexibilität der Betriebe. Auch Regionalisierung muss hier in Erwägung gezogen werden. Grundsätzlich sind wir für eine Ausweisung von Biotopverbundsystemen, also in dem Fall Pufferstreifen hier, Gewässerrandstreifen, aber auch die Förderung von Weidetieren, die aus unserer Sicht von zentraler Bedeutung ist. Tiere in der Landschaft fördern den Artenreichtum immens. Letztlich bedarf es aber immer und eines Anreizes, um hier für landwirtschaftliche Betriebe auch das Interesse zu wecken, aktiv zu werden, wirklich aktiv zu werden. Mein Fazit, Handeln ist jetzt zwingend notwendig. Das Gesetz macht erste wichtige Schritte und das Prinzip der Freiwilligkeit ist ohne Alternative, aber die Werkzeuge passen noch nicht und ich bin nicht der Meinung, dass uns das Gesetz hier Sachen verbaut, sondern ganz im Gegenteil, wir können mit so einem Gesetz sicherlich auch den Druck ausüben, bei einer geschickten Formulierung diese Maßnahmen, die bis jetzt nicht wirken, Agrarumweltmaßnahmen zum Beispiel, die nur von den Ländern auch sehr defizitär angeboten werden, in ihrem Umfang auszubauen. Den Druck erhöhen. Herr Dr. Metzner, Sie haben mit Ihrem Fazit jenseits der 3 Minuten begonnen. Sie müssen jetzt etwas zügiger durch, bitte. In diesem Sinne möchte ich am Schluss noch anmerken, dass das Gesetz natürlich im Zusammenhang auch mit der Agrarpolitik zu stehen hat. Die Gesetze, die jetzt auch jetzt agrarpolitisch zum Entschluss kommen müssen, mit diesem Insektenschutzgesetz mit Sicherheit zusammengedacht werden müssen, um eine Trendwende zu schaffen. Wir haben als DVL hier ja Vorschläge gemacht, Stichwort Gemeinwohlprämie. Dankeschön. Vielen Dank. Das letzte Statement zur Eingangsrunde hören wir von Frau Dr. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz. Bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Zunächst, die vorangehenden Ausführungen haben, denke ich, schon hinreichend deutlich gemacht. Nochmals, der Insektenrückgang ist eine Tatsache, die durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt wird. Und das gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schutzgebieten. Es gilt auf breiter Fläche, der Rückgang insektenfressender Vögel etwa auf breiter Fläche. Das Rebhuhn zum Beispiel hat in den letzten 30 Jahren über 90% seines Bestandes eingebüßt. Das macht deutlich, dass zu befürchten steht, dass wir an vielen Stellen in der Agrarlandschaft mittlerweile an Kipppunkte gekommen sind, Kipppunkte, an denen Entwicklungen eingetreten sind, die sich nicht mehr umkehren lassen. Ich erwähne das, weil ich die Situation für so drängend halte, dass festzustellen ist, wir haben hier kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit.
Die Gründe für den Rückgang sind vielschichtig, verschiedenartig und komplex. Und es ist deswegen ausdrücklich zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen enthält. Es wird zu Recht die Anwendung von Bioziden in bestimmten Schutzgebieten eingeschränkt und erstmalig das Thema Lichtverschmutzung in den Blick genommen. Richtig ist zudem auch die allgemeine Anerkennung des dynamischen und kooperativen Schutzkonzeptes von Natur auf Zeit. Das sind wesentliche Regelungsgegenstände des vorliegenden Gesetzes, das wir so uneingeschränkt begrüßen. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der großflächige Pestizideinsatz in der Landwirtschaft unstrittig der größte Treiber für den Rückgang der Insektenvielfalt ist. Und das schließt ja vor allem die Pflanzenschutzmittel ein, die der Gesetzentwurf wohlgemerkt noch gar nicht adressiert. Landwirtschaft und Pflanzenschutzmittel sind ja vor allem nach dem 39a BNatschG, das muss man auch bitte auseinanderhalten, die sind noch gar nicht adressiert. In diesem Zusammenhang liegt ja mit der geplanten Änderung und Umsetzung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung unter der Federführung des BML die größere Baustelle noch vor uns, um die wichtigste Gefährdungsursache ebenfalls zu erfassen. Eine Baustelle im Übrigen, da stimme ich auch Frau Dr. Schlacke ausdrücklich zu, das darf man nicht mit der BNatschG-Novelle vermengen. Adressieren möchte ich es hier trotzdem, denn insbesondere der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel muss durch strengere Regelungen deutlich eingeschränkt werden. Um den Insektenrückgang und darüber hinaus dem Rückgang der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft wirksam zu begegnen, darf daher nicht, wie mit den bisherigen Regelungen der Fall, nur auf relativ kleinen Flächen angesetzt werden. Das wird die Wende so nicht bringen, sondern wir müssen breit in die Fläche kommen. Es braucht chemikalienfreie Zonen auf großer Fläche. Und dazu bedarf es noch weiterer Steuerungsmittel, um gerade auch in der sogenannten Normallandschaft spürbare Verbesserungen zu erzielen. Als Stichwort zu nennen die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, zu fordern auch eine schlagspezifische Dokumentation des Pestizideinsatzes, um die Datengrundlage zu verbessern. Und ich komme zum letzten Satz. Wir als BFN empfehlen außerdem monetäre Anreize auch durch die Einführung einer Pestizidabgabe, denn diese würde es den Bewirtschaftenden ermöglichen, flexibel zu reagieren, würde das Eigeninteresse stimulieren und eine höhere Nachfrage nach naturverträglichen Alternativen auslösen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Professor Jessel. Und danke nochmal an alle für Ihre Eingangsstatements. Wir kommen jetzt in die erste Frage- und Antwortrunde. Beginnen wir immer mit der Union. Nochmal zur Erinnerung, 5 Minuten für Frage plus Antwort. Und nochmal die Bitte an meine Kolleginnen und Kollegen, nennen Sie zuallererst den Namen des Sachverständigen, den Sie befragen möchten, auch wenn Sie zuerst selbst noch einen Kommentar abgeben möchten. So, jetzt beginnen wir mit Herrn Dr. Klaus-Peter Schulze, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Professor Settele. Zunächst einmal möchte ich mich allerdings bei allen Vortragenden ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das, was wir hier zu hören bekommen haben als Abgeordnete, ist schon wichtig für unsere späte Entscheidungsfindung. Und für Sie als Vorsitzende, in der zweiten Runde wird für uns Frau Breher fragen und in der dritten Runde der Herr Färber, dass Sie das vielleicht schon registrieren können. Ja, Herr Professor Settele, Sie gingen ja nochmal auf das ganze Thema Landschaftsverarmung mit ein. Meine Frage dahingehend, die Regelung zur Landschaftsplanung, die im Gesetzentwurf vorgesehen sind, halten Sie das für einen günstigen Weg, das Thema Landschaftsverarmung in der Zukunft stärker als bisher in Angriff zu nehmen, denn wir wissen, ohne entsprechende Strukturen haben wir nicht nur bei den Insekten Probleme mit der Diversität, sondern auch bei anderen Arten. Also das wäre die erste Frage in dem Zusammenhang. Wie schätzen Sie es ein, wenn es uns gelingen würde, durch neue Anreize den Anbau von Bioenergiepflanzen, Stichwort Vermeisung der Landschaft, mittelfristig zurückzudrängen, um da eine Entzerrung der Flächenproblematik hinzubekommen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Schulze. Können Sie mich hören? Ja. Also zur Landschaftsplanung. Ich meine, es ist immer durchaus sehr sinnvoll, die ganze Landschaftsplanungsgeschichte zusammenzudenken. Das heißt, wirklich eine Planung zu haben, die versucht, entsprechende Lenkungswirkung zu entfalten. Ich bin selber jetzt kein Landschaftsplanungsexperte letztlich. Aber ich glaube, es ist unabdingbar, hier koordiniert vorzugehen zwischen den ganz verschiedenen Sektoren, die wir haben. Der andere Bereich, den Sie ansprachen, die Vermeisung der Landschaft,
ist natürlich ein großes Problem für alle in Bezug auf Flächenkonkurrenz. Und ich denke, wir müssen andere Wege finden, diese Bioenergie zu erzeugen, um dort eben die Flächen für andere Zwecke, für andere Nutzungen zu haben. Also direkt für die Agrarnutzung, genauso wie für die Naturschutznutzung. Ich denke, es ist auch energetisch nicht besonders sinnvoll, mit Mais entsprechend Bioenergie zu erzeugen, bei allem, was ich weiß. Das heißt, hier haben wir ein hohes Potenzial, das Ganze, soll man sagen, auch zu entschärfen, diesen Flächenkonflikt, und es eben anders zu lenken im Sinne von Energieproduktion durch andere Maßnahmen, Wind, Solar als zwei Beispiele. Es geht ein Stück weg von diesem eigentlichen Gesetzentwurf, dass es um die Naturschutzgebiete geht, aber dennoch ist es ein Punkt, der im Gesamtkontext relevant ist. Noch ganz kurz, ich hatte vorher nichts gesagt zum Gesetz selber. Ich habe jede Übersicht versucht zu machen und ich denke, der Entwurf für sich ist natürlich mit seiner Fokussierung erstmal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, wir haben dort die Biozidthematik, die jetzt nicht die Pflanzenschutzmittel umfasst, und wir haben die Naturschutzgebietsthematik, die sicher wichtig ist, da wir in Naturschutzgebieten letztlich auch die Perlen unserer Biodiversität eigentlich auch haben nach wie vor. Würde ich immer stark differenzieren zwischen der Gesamtlandschaft, die wichtig ist, Biotopverbund etc. und eben den Einzelflächen, die momentan einen kleinen Anteil da ausmachen und die es unbedingt gilt zu erhalten, um unsere Vielfalt, die kulturell auch gewachsen ist, letztlich zu erhalten. Danke. Dankeschön. Wie viel Zeit haben wir noch übrig? Noch anderthalb Minuten. Kurze Nachfrage, Herr Schulze? Gut. Dankeschön. Dann geht es Fragerecht zur SPD und zu Carsten Träger. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Frage an Frau Professor Schlacke richten. Zunächst aber mal auch von meiner Seite herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die ja zum Teil großes Renommee haben in der Frage, über die wir heute debattieren. Und ich freue mich sehr darüber, dass Sie alle den Handlungsbedarf bestätigt haben, dass also die Diskussion, die wir oft führen müssen, dass das Problem doch eigentlich gar nicht da ist, dass das also von Ihnen allen nicht so gesehen wird. Und ich freue mich auch, dass Sie alle sagen, dass ein disziplinenübergreifender Ansatz, wie er jetzt in diesem Aktionsprogramm Insektenschutz gewählt ist, dass der auch zu befürworten ist. Gibt aber schon Fragen natürlich, die strittig diskutiert werden. Und ich möchte auf eine eingehen. Da ging es um die kooperativen Lösungen und dass die Vorrang haben sollen vor den gesetzlichen Lösungen. Und Frau Professor, sehen Sie durch den Gesetzentwurf, dass die bereits in einigen Bundesländern existierenden eigenen Wege, also der niedersächsische Weg oder ist ja auch genannt worden, Bayern, der runde Tisch und solche Dinge, dass diese freiwilligen Lösungen in Gefahr sind, vor allem vor dem Hintergrund von Länderöffnungsklauseln oder auch, es gibt ja im Naturschutzrecht sowieso schon die Möglichkeit, weitgehend abweichende Regelungen zu treffen. Ich antworte direkt, Frau Vorsitzende. Ja, also ich sehe kooperative Lösungen nicht in Gefahr, um das ganz deutlich zu sagen. Der niedersächsische Weg, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, betraf in erster Linie eine Kooperationslösung zwischen Landwirten und Naturschutzbehörden im Rahmen des Auftrags von und Verbreitung von Pflanzenschutzmitteln. Also da wären wir wieder im Bereich Abweichungen von der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, wenn denn der Entwurf so, wie er ist, in Kraft tritt. Wahrscheinlich wäre das tatsächlich eine Abweichung. Dem könnte man natürlich durch eine Öffnungsklausel begegnen in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung zugunsten der Länder. Das wäre sicherlich eine Kompromisslösung. Grundsätzlich muss ich sagen, ist hier ja die große Frage im Grunde im Raume, können wir auch gegenüber der Landwirtschaft Ordnungsrecht erlassen? Also, und was heißt das? Ordnungsrecht, darunter verstehe ich Geh- und Verbote, die aber nicht umfassend gelten müssen, sondern wo es auch Ausnahmeregelungen geben kann. Und meines Erachtens haben wir im ganzen landwirtschaftlichen Bereich doch grundsätzlich die Regel, wenn wir uns auch die GAP und die Umsetzung national anschauen, dass die Landwirte dann Naturschutzleistungen erbringen, wenn sie gefördert werden, wenn sie dafür also sozusagen einen Anreiz bekommen.
Wir haben doch die Feststellung, das haben wir auch in der Leopoldina in unserer Studie zum Artenrückgang festgestellt, wir haben ein eher im Bereich der Landwirtschaft liegendes Vollzugsdefizit. Also da, wo schon geltendes Recht verletzt wird, wird es nicht unbedingt immer auch vollzogen. Und ich würde sagen, die Ver- und Gebote, die jetzt hier im Bereich Biozidprodukte in der Änderung enthalten sind, das wird von Landwirten einhaltbar sein. Dadurch wird aus meiner Sicht auch nicht, werden auch Betriebe nicht sozusagen in den Ruin geführt. Und wir brauchen zum Schutz von Natur und Landschaft und hier zum Artenschutz, Biodiversitätsschutz, insbesondere für Insekten, gewisses Ordnungsrecht sozusagen als Minimalschwelle, ja, über die man auch gehen muss. Und das muss nicht unbedingt immer gleich mit einer finanziellen Förderung versehen sein. Also das ist eher rechtspolitisch argumentiert. Aber ich sage mal, aus dem Instrumentenmix, den wir haben, ist das hier keine zu hohe Anforderung aus meiner Sicht an das, was Landwirtschaft vielleicht leisten muss. Und nochmal, das haben wir hier im Änderungsgesetz BNatschG nur in einem ganz geringen Teil, nämlich nur ganz am Ende bei Ergänzungen im gesetzlichen Biotopschutz in § 30 BNatschG, worüber wir hier in diesem Rahmen reden. Das andere ist die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Schlacke, jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Herr Bleck, bitte. Und der Sachverständige, die Sachverständige antwortet direkt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Ich möchte meine Fragen an Dr. Hubert Heilmann richten, möchte aber kurz noch einleitend etwas sagen. Wir erleben zurzeit wohl die größten und langanhaltendsten Bauernproteste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Bauern gehen zu Tausenden und Zehntausenden auf die Straßen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Diese verfolgt mit dem geplanten Insektenschutzpaket gegenüber den Bauern im Wesentlichen keinen kooperativen Ansatz, sondern einen konfrontativen Ansatz. Und hier ist es richtig, einige Vorredner haben darauf hingewiesen, ja, wir diskutieren streng genommen heute nicht über die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung. Das stimmt, aber das Insektenschutzpaket steht nun einmal auf zwei Beinen und muss damit auch schon zusammen betrachtet werden. Auf einem Bein steht es sich schlecht. Und deswegen sagen wir hier auch noch mal ganz klar, dass wir in dieser Angelegenheit auf Seiten der Bauern stehen und wir lehnen dieses geplante Insektenschutzpaket ab. Naturschutz geht im Wesentlichen eben nicht gegen, sondern nur gemeinsam mit den Bauern. Ich denke, auch hier waren wir uns mehrheitlich einig in der Frage. Meine Frage jetzt an Herrn Heilmann. Hat die bäuerliche Landwirtschaft von kleinen und mittelständischen Betrieben in Deutschland noch eine Zukunft, wenn die Auflagen immer weiter verschärft und immer häufiger Verbote ausgesprochen werden, ohne dass ausreichend für eine finanzielle Kompensation gesorgt wird? Und die andere Frage, wie müsste Ihrer Meinung nach ein Insektenschutzgesetz aussehen, das sowohl die Bauern als auch die Insekten schützt? Vielen Dank. Ja, Herr Bleck, Zukunft ohne für die Landwirtschaft ohne Kompensationszahlung. Seit 2008 haben wir keine Anreizschwelle mehr im Agrar- und Umweltbereich, sondern es ist nur eine Rechnung zwischen den Kosten und den Ertragsverlusten, die die Betriebe haben. Nur die werden entschädigt. Das bedeutet, eine Anreizkomponente in den Agrar-Umweltprogrammen, so wie wir es jetzt durchführen, gibt es noch gar nicht. Wenn wir das wollten, müssten wir das zukünftig mehr in Richtung ergebnisorientierte Förderung machen. Denn nur dort ist WTO-konform eine Anreizkomponente möglich. Zum Insektenschutz grundsätzlich, wir brauchen bei einigen Kulturen in der Fläche, vor allem auf den Ackerflächen, ich sagte schon, Grünland, wird gar kein Insektizid eingesetzt. Normalerweise, ich kenne kein einziges Beispiel in meiner 40-jährigen Praxis, dass das mal erfolgt wäre. Es geht also um Kulturen im Bereich der Nahrungsversorgung. Und hier ist es eben sehr schwierig, die Verfahren, die Konzentration, die wir haben und die Ertragsniveaus so zu halten, ohne dass wir
Insektizide oder auch Herbizide einsetzen. Wir können sicherlich vom ökologischen Landbau hier etwas lernen, aber wir haben nicht die Förderung des ökologischen Landbaus. Die kriegen fast die doppelte Förderung wie der konventionelle. Und das nächste ist, wir versuchen Erträge zu erzielen, die auch die Bedarfsdeckung unserer Bevölkerung erzielt. Wir können mit den Erträgen im ökologischen Landbau vielleicht ein Viertel der Bevölkerung ernähren, mehr nicht. Dann müssten wir die restlichen Lebensmittel importieren. Also dies löst nicht das Problem. Wir brauchen Insektenschutz und wir brauchen Insektenschutz vor allem dort, wo er sehr nah an der Pflanze ist, also zum Beispiel am Saatgut, am Beizmittel. Dort sind Insektizide unbedingt erforderlich, um der jungen Pflanze einen Schutz zu geben. Und mit dem Verbot der Neonicotinoide bei den Weizen haben wir hier einen erheblichen Rückschlag erlitten und müssen das über zusätzliche Pflanzenschutzmaßnahmen auf der Fläche ausgleichen. Da entstehen der konventionellen Landwirtschaft enorme Probleme. Und ich sagte ja eingangs bereits, wären die FFH-Gebiete hier mit hineingekommen mit den Ackerflächen, dann hätten wir in vielen Betrieben ein existenzielles Problem gehabt. Ohne Insektizide ließe sich zum Beispiel bei uns im Lande kein Raps anbauen und damit hätten wir auch keine günstigen Vorfrüchte mehr für Getreide. Und das ist nun mal die Brotfrüchte unserer landwirtschaftlichen Betriebe. Ich muss mich entschuldigen, ich habe von Ihrem Statement leider nur die Hälfte mitbekommen, da meine Leitung zweimal ausgefallen ist. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage so einigermaßen beantwortet. Dankeschön. Frau Konrad, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzliche Grüße in die ganze Runde. Meine Frage geht an Herrn Henjes. Und ich möchte auch kurz vorab ein kleines Statement machen. Es ist, glaube ich, Konsens und es ist sehr deutlich geworden aus allen Redebeiträgen, dass wir in Zukunft auch die Teller gefüllt haben wollen mit gesunden und hochwertigen Nahrungsmitteln und natürlich die Lebensgrundlagen für die nächste Generation erhalten wollen. Das ist Grundanliegen der Landwirtschaft, das ist Grundanliegen der gesamten Gesellschaft. Und das ist auch das Anliegen, was grundsätzlich mit diesem Gesetzentwurf verfolgt werden sollte, dass es erhebliche Differenzen gibt, auch gerade zwischen den Koalitionären. Das wurde am Freitag in der Debatte, das wurde in der Entstehung des Gesetzes sehr, sehr deutlich. Und meine Frage richtet sich deshalb jetzt auch ganz besonders in die Richtung der Landwirte, die schon besonders viel tun, nämlich die Landwirte, die Ökolandbau und oder Vertragsnaturschutz betreiben. Welche Auswirkungen hat das Insektenschutzpaket, und wir müssen es als Paket sehen, das haben mehrere Vorredner bereits deutlich gemacht, auf die Landwirte, die jetzt schon in den benannten Schutzgebieten Ökolandbau und oder den Vertragsnaturschutz betreiben? Ja, schönen Dank für die Frage, Frau Konrad. Ich möchte direkt darauf eingehen. Also wir haben nur als Beispiel in Niedersachsen etwa 80.000 Hektar Grünland in Dauer in der Kulisse drin, alleine in den Schutzgebieten, und 8.000 Hektar Acker in den Naturschutzgebieten. Die Landwirte, die auf diesen Flächen Naturschutz betreiben, also über vertragliche Vereinbarungen oder über Ökolandbau, denen müssen aus förderrechtlichen Gründen die Prämien gekürzt werden, wenn die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, so wie sie jetzt ist, verkündet wird, ohne eine gesetzliche Abweichungsmöglichkeit, zum Beispiel für Niedersachsen das oder auch für die anderen Bundesländer. Weil dann die Grundlage für einen Ausgleich verhindert wird. Das fachgerecht, die Baseline wird angehoben und in dem Augenblick entfällt die Fördermöglichkeit. Das macht pro Hektar, je nachdem auf Grünland, um die 50 Euro aus, auf Ackerland macht das 600 bis 800 Euro pro Hektar aus. Dass diese Betriebe, die jetzt schon Naturschutz betreiben, verlieren werden. Und jetzt mein Beispiel für einen Betrieb. Ich hatte gerade vorhin eine Bäuerin aus der Elbtalaue da, 140 Hektar. Davon macht sie 30 Hektar Vertragsnaturschutz. Der Rest ist ein konventioneller Milchbetrieb. Ihre gesamte Betriebsfläche fällt da jetzt rein. Das heißt, sie kriegt erstmal ihre Vertragsnaturschutzentlohnung gekürzt und zweitens ihre restliche Betriebsfläche wird komplett unter Auflagen gestellt. Das heißt, diese Betriebe werden massiv dafür gestraft, dass sie in einem FFH-Gebiet wirtschaften. Und das geht nur zu verhindern, wenn wir eine Abweichung im Pflanzenschutzgesetz, und ich wiederhole Gesetz, zulassen. Dankeschön, Frau Konrad. Sie können noch eine Nachfrage stellen. Sie noch über zwei Minuten. Dann will ich direkt nachfragen, weil
weil die Einschränkungen und auch die Einschränkungen auf die Einkommen der Landwirte, die auch jetzt schon besondere Maßnahmen ergreifen oder auch den Beispielbetrieb, den Sie gerade genannt haben, den konventioneller Betrieb mit einem großen Anteil an Vertragsnaturschutz ist, sind ja dann existenzbedrohend, auch für die Betriebe insgesamt. Kann eine Länderöffnungsklausel in Ihren Augen hier Abhilfe schaffen, sodass die Länder selbst auch weiterhin diese Naturschutzmaßnahmen und Naturschutzleistungen ausgleichen können? Oder es sind noch andere Änderungen vorzusehen? Also in den Bundesländern, in denen es schon vertragliche Regelungen gibt, wie in Baden-Württemberg, Bayern, in Niedersachsen, Brandenburg ist ja jetzt auch dabei, da würde die Länderabweichung, wenn sie gesetzlich verankert wird und nicht nur in der Verordnung, würde das meiste entschärfen, weil der Vorrang für den Vertragsnaturschutz ist schon in deren Naturschutzgesetzen oder in deren Vereinbarungen geregelt. Für die anderen Länder wäre es natürlich eine große Hilfe, wenn da auch eine Stufenpyramide beschlossen würde, dass erst vertragliche Regelungen angeboten werden und das Ordnungsrecht wirklich nur da genutzt wird, wo vertragliche Vereinbarungen zum Beispiel nicht zustande kommen oder sich nicht regeln lassen. Aber das insgesamt für alle Landwirte ist das vom großen Vorteil, wenn die Maßnahmen ausgewählt werden können, die auch betrieblich Sinn macht. Und das bringt insgesamt auch für den Insektenschutz mehr, wenn man sich auf die Teilflächen konzentrieren kann, die für Insektenschutz besonders wertvoll sind. Da braucht man dann auch ein Beratungskonzept dazu. Und das muss alles gestaltet werden. Und das fehlt in diesem Gesetz bislang, dieser gesamtheitliche Ansatz. Jetzt geht das Fragerecht an die Linke. Herr Lenkert, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Dr. Metzner. Vielen Dank an alle Sachverständigen bisher. Eine wichtige Ursache wird völlig ausgeklammert. Das sind die Welthandelsorganisationsregeln. Das sind die Regeln, die unsere Agrarbetriebe dazu zwingen, dass sie nur mit wenigen Früchten Geld verdienen können. Zuckerrübe ist rausgefallen, die Fruchtfolgen fallen immer mehr in sich zusammen und mit immer weniger verschiedenen Früchten muss auf den Flächen gewirtschaftet werden. Und das geht eben dann nur mit Pestizid- und Herbizideinsatz. Deswegen ist es eigentlich eine Pflicht, die Agrarpolitik so umzugestalten, dass an dieser Stelle mehr Fruchtfolgen möglich sind. Das als Vorbemerkung. Das ist ein grundsätzliches Problem, das in diesen Gesetzen nicht angegangen wird. So, und dann komme ich zu der Frage an Herrn Dr. Metzner. Wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf und in der Stellungnahme des Bundesrates vorgesehenen Änderungen? Für den Schutz von Insekten sind die Maßnahmen ausreichend und wo sehen Sie den meisten Handlungsbedarf? Dankeschön, Herr Lenkert. Grundsätzlich gibt es natürlich einige Anknüpfungspunkte. Wir haben da Stellungnahmen geschrieben, was wir nicht als ausreichend empfinden, zum Beispiel auch der Bereich der Lichtverschmutzung. Da können wir vielleicht dann später nochmal drauf eingehen. Aber den meisten Handlungsbedarf sehe ich natürlich bei den nutzungsabhängigen Biotopen. Da sind wir auf die Landwirtschaft angewiesen, auf die Landwirte angewiesen, um diese Gesetzesvorgaben jetzt zu flankieren. Es wurde ja jetzt die ganze Zeit auch schon über Ausgleich gesprochen. Ausgleich ist hier zu wenig. Wir brauchen hier Anreize, weil wir hier eigentlich in die Fläche wollen. Und letztlich ist es ein zweischneidiges Schwert. Es wurde darüber diskutiert. Wir haben Landwirtinnen und Landwirte, wollen wir mit Gesetzen oder wir wollen die mit Gesetzen zu etwas bewegen, die ohnehin viel machen. Diese Landwirtinnen und Landwirte, die dürfen wir nicht demotivieren, sondern die müssen wir motivieren mit Anreizen. Letztlich muss es der Nachbar dieses Landwirtes muss genau das Gleiche wollen, was wir dem Landwirt fördern in Schutzgebieten. Er muss auch so ein Schutzgebiet wollen. Wenn uns das gelingt, irgendwann mal eine Förderung, eine attraktive Förderung für Schutzgebiete hinzukriegen, dann sind wir einen gewaltigen Schritt weiter. Und ich muss noch dazu sagen, wir können ja einem Landwirt nicht verbieten, wir können ihm verbieten, eine Wiese zu düngen, aber wir können ihn nicht zwingen, eine Wiese zu mähen. Das heißt, wir müssen auch immer wieder motivieren. Wir müssen verhindern, dass diese Flächen, die vielleicht nicht attraktiv sind, aus der Nutzung fallen. Und da müssen wir die Rahmenbedingungen so setzen. Und dafür plädiere ich auch bei regionalisierte Bestimmungen. Und ich plädiere auch für Ausnahmeregelungen, vor allen Dingen auch im Bereich Streuobst. Hier fallen mir besonders die Kirschen ein, die wir eigentlich mit Ausnahmeregelungen aus dem Schutzkonzept
befreien müssen. Sie müssen wissen, Kirschen werden als Tafelobst bei uns angeboten, im Gegensatz zu den Äpfeln, die kommen von den Plantagen. Die Kirschen werden als Tafelobst angeboten und die Kirschfruchtfliege verhindert oft das Anbieten dieses Tafelobstes bei den Obstbauern. Das heißt, hier muss eigentlich faktisch eine extensive Behandlung 2- bis 3-fach mit Mitteln erfolgen. Sonst können wir diese Kirschen nicht verkaufen oder die Obstbauern die Kirschen nicht verkaufen. Und es werden dann auch ganze Landschaften, Kirschlandschaften, attraktive Landschaften, wo die auch touristisch vermarktet werden, letztlich unattraktiv werden und aus der Nutzung fallen. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Wenn wir hier die Menschen und die Landwirte, die diese Landschaften gestalten, wenn wir denen dann die Bewirtschaftung nicht mehr ermöglichen. Da plädiere ich ganz massiv dafür, dass wir hier regionalisiert, und ich sage wirklich Ausnahmen im Einverständnis auch mit den unteren Naturschutzbehörden erlassen, aber die müssen möglich sein. Ja. Ich möchte mich eingangs auch nochmal bei allen Sachverständigen herzlich für die Stellungnahmen bedanken. Ich glaube, dass uns das in der Tat weiterhilft. Und ich wäre dankbar, wenn die Frage, die im Chat gerade zwischen dem Kollegen Färber und Frau Schwarzelöhr-Sitter diskutiert wird, wenn es darauf eindeutige Antworten mit juristischer Fachbegleitung gäbe. Das ist ja ein tatsächlich wichtiger und strittiger Punkt. Das muss ja klärbar sein, was da nun zutrifft. Ich möchte eine Vorbemerkung machen und meine Frage dann an Professor Jessel richten. Die Vorbemerkung ist, dass es mir ja lieber wäre, wir hätten uns hier heute Nachmittag nicht versammeln müssen, sondern wir könnten alle anderen Dinge nachgehen. Und wir sind hier heute nicht versammelt, weil wir der Landwirtschaft in irgendeiner Form Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Ich wäre wirklich dankbar, wenn diese Erzählung, das meine ich auch in Richtung Bauernverband, wenn diese Erzählung endlich mal enden würde. Wir sitzen hier heute hier, weil wir ein dramatisches Artensterben haben, ein dramatisches Insektensterben. Es ist nicht nur Frau Professor Jessel, die das hier nochmal dargelegt hat, und Professor Settele, auch Herr Brühl hat das dargelegt. Die Daten sind auf dem Tisch und deshalb müssen wir handeln. Und Herr Hennis, wir haben ja in Niedersachsen den niedersächsischen Weg unterstützt als Grüne. Er ist dort aber nicht ganz freiwillig zustande gekommen, sondern der Ausgangspunkt war das Volksbegehren. Und ich halte es für richtig und notwendig, dass wir solche gesellschaftlichen Dialog- und Aushandlungsprozesse tatsächlich haben. Wir können uns da dann immer noch auch über Details streiten. Aber dass Bewegung in die Sache gekommen ist, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg des Niedersächsischen Weges. Und deshalb bin ich auch dafür, dass die Ergebnisse abgesichert werden. Aber sie sind halt nur eines von 16 Bundesländern. Und in Sachsen-Anhalt wäre das nicht möglich, was in Niedersachsen gegenwärtig gelungen ist. In der Koalition mit CDU und SPD, die wir hier haben, wäre eine solche Regelung auf Landesebene nicht durchsetzbar gegenwärtig. Da wird es von Bundesebene aus Rückenwind brauchen. Meine Frage deshalb an Sie, Frau Jessel, unter dem Aspekt Insektenschutz, was ist nach Ihrem Fazit von den vorliegenden Änderungen BNatschG und Pflanzenschutzanwendungsverordnung, was sind die größten Leerstellen? Das Aktionsprogramm, das ja auch mal das gesamte Kabinett, also unter Einbeziehung von Frau Klöckner, beschlossen hatte, ging an vielen Punkten weiter. Und meine Kernfrage ist, was ist jetzt eigentlich rausgefallen? Was sind die wichtigsten Punkte, wo wir auch damit rechnen müssen, dass das Insektensterben dann vielleicht nicht hinreichend aufgehalten wird, die jetzt nicht umgesetzt werden mit den jetzt vorliegenden Novellen inklusive Wasserhaushaltsgesetz, das ja auch nicht mehr die Gewässerrandstreifen in Zukunft in der Form behandeln wird, wie ursprünglich angekündigt. Nun, ich denke, ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass ich das jetzt auf dem Tisch liegende Insektenschutzgesetz schon für einen richtigen und wichtigen Schritt halte. Deswegen auch, weil unterschiedliche Ursachen des Insektenrückganges adressiert werden, aber weil gleichwohl die Hauptursache, die wir haben, und das ist der massive Pestizideinsatz in der Landschaft auf großer Fläche, der sich ja nicht nur auf Schutzgebiete und anderes, sondern wirklich breit in die Fläche hinein erstreckt, das wird noch nicht adressiert. Und deswegen haben wir quasi, kann man sagen, wir haben zum einen hier jetzt das Insektenschutzgesetz, das die Biozide im 39a in den Blick nimmt, die noch größere Baustelle, das habe ich versucht deutlich zu machen, die Pflanzenschutzanwendungsverordnung,
ja, das Thema Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hierbei adressiert, aber gleichwohl auch nur auf bestimmte Schutzgebiete bezogen ist. Und auch das ein wichtiger Schritt, den wir hoffentlich auch noch jetzt in dieser Legislaturperiode über die Bühne bringen. Aber ich habe versucht, deutlich zu machen, wir müssen weiter und breiter denken, damit wir wirklich breit in die Fläche kommen. Man muss sich mal vergegenwärtigen, wenn wir mal den Anwendungsbereich jetzt der Pflanzenschutzanwendungsverordnung nehmen, der ja Naturschutzgebiete, Nationalparks und nationale Naturmonumente adressiert. Die machen zusammen, um sich da immer wirklich nur die Relationen zu vergegenwärtigen, die machen ganz 2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland aus. Und wenn man das die Ackerfläche nimmt, einen nochmal geringeren Anteil. Wofür wir zunächst plädieren, erste Lücke, was ich jetzt anbieten würde im Rahmen der jetzigen gesetzgeberischen Tätigkeit, zumindest die Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate, die sollten ja nach juristischer Lesart eigentlich auch wie Naturschutzgebiete geschützt werden, mit reinzunehmen. Das würde noch mal weitere 0,5% der Fläche bringen, nicht viel, aber ein paar großräumige Bereiche und die FFH-Gebiete noch mit reinzunehmen. Wenn wir das haben, wären wir immerhin auch nur bei einem Anteil von 4,9% der landwirtschaftlichen Fläche und 1,3% der Ackerfläche. Aber das sollte dringend überlegt werden, ob man die Anwendungsbereiche der Verbote zumindest auf diese Kategorien noch ausdehnt, um ein paar großflächige Bereiche noch mit reinzunehmen. Aber sonst nochmal, wir müssen auch über diese beiden Pfeiler des Aktionsprogrammes Insektenschutz hinausdenken, wenn wir hier weiterkommen wollen und wenn wir die Ursachen des Insektenrückganges und auch des Artenrückganges in der Agrarlandschaft adressieren wollen. Die GAP hatte im Übrigen auch Herr Metzner erwähnt. Die GAP-Gesetze sind jetzt durchs Kabinett, da kann man den Blick richten auf die sogenannten Eco-Schemes. Eines dieser Eco-Schemes der Öko-Regelungen sieht auch den Regelungen und Vergütungen, Anreize für die Minderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln vor. Da könnte man ganz konkret und massiv ansetzen. Die schlagspezifische Dokumentation des Pestizideinsatzes, die ich angeführt hatte, mit Blick auf Ihre Frage, Frau Lemke, das war ein Punkt, den wir ganz zu Beginn des Aktionsprogramms Insektenschutzes aufgebracht haben in die Palette der Maßnahmen. Das ist sehr, sehr schnell wieder rausgefallen, wäre aber auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr wichtig, um endlich mal verlässliche Daten zu haben, um überhaupt zu wissen, wo konkret und genau wird denn wie viel an Pflanzenschutzmitteln eingesetzt. Da könnten wir auch ganz andere Ursachenforschung hier nochmal betreiben und das belegen. Und Frau Jessel, ich tue es nicht gern, aber jetzt muss ich Ihnen ins Wort fallen. Wir sind weit über den 5 Minuten. Dankeschön. So, wir fangen wieder bei der Union an in der zweiten Runde und das Fragerecht hat jetzt Frau Preher. Bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Pingen vom Deutschen Bauernverband. Herr Pingen, es ist ja schon durchgeklungen, dass wir nicht nur das Bundesnaturschutzgesetz separat betrachten können. Und in diesem Atemzug meine beiden Fragen. Welche Auswirkungen haben die Regeln in Gänze auf die bereits bestehenden Länderregelungen? Und welche Änderungen halten Sie für notwendig, um die Länderregelungen, die es schon gibt, abzusichern und auch in Zukunft möglich zu machen? Im Chat kam ja schon die Frage und die Behauptung, dass eine Änderung des 14. Pflanzenschutzgesetz nicht notwendig ist im Hinblick auf die 4a der Verordnung. Vielleicht können Sie darauf auch eingehen. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Breher, für die Frage. Sehr gerne. Also vielleicht nochmal grundsätzlich, das ist ein Paket, BNHG und Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Es ist sowohl politisch als auch rechtlich miteinander verknüpft. Also insofern ist das, glaube ich, außer Frage, dass man beides diskutieren muss. Was ist das Problem für die Länderregelung? Erstens muss man sagen, es ist schon mal ein Webfehler, wenn man auf Bundesebene erstmal Verbote macht und dann aber die freiwilligen Vereinbarungen wieder freistellen möchte und Ausnahmen machen möchte. Man hätte eigentlich so einen kooperativen Ansatz auf Bundesebene wählen sollen. Dann ist ein Problem mit den Landesregelungen, dass diese Länderoption für vertragliche Vereinbarungen nur für FFH-Gebiete gilt, aber für Naturschutzgebiete ein komplettes Verbot der Pflanzenschutzmittel, also weitgehendes Verbot dieser Herbizide und Insektizide. Das ist problematisch. Da sollte auch die Länderoptionen gelten. Warum werden die Länderinitiativen ausgehebelt? Das sind drei Aspekte.
Einmal der Aspekt, der schon im Chat von Frau Schwarzelier-Sutter angesprochen wurde, die Unberührtheitsklausel bei den Gewässerrandstreifen. Die ist unzureichend klar formuliert. Sie ist auslegungsbedürftig, rechtlich auslegungsbedürftig. Es kann sein, dass danach die Regelungen parallel gelten. Es sollte also ein klarer Vorrang gelten oder die Landesregelung ersetzen dann die Bundesregelung. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass diese Option für die Länder gilt für vertragliche Vereinbarungen. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, dass in Niedersachsen beim Niedersächsischen Weg nicht nur vertragliche Vereinbarungen sind, sondern auch gesetzliche Regelungen. Und die werden dann nicht quasi freigestellt von den Verboten, sondern das gilt dann für vertragliche Vereinbarungen. Das ist rechtlich klar. Der dritte Punkt wurde von Herrn Henjes bereits angesprochen. Das Thema Ausgleich, der Niedersächsische Weg, der Ausgleich, der dort gezahlt wird, das ist die Differenz zum Fachrecht. Wenn das Fachrecht jetzt hier angehoben wird, ist keine Differenz mehr da, die ausgeglichen werden kann. Insofern kollidiert dann das neue Bundesrecht mit dem Niedersächsischen Weg oder auch anderen Regelungen in anderen Bundesländern. Was kann jetzt die Lösung sein? Aus unserer Sicht, neben den Punkten, die ich schon angesprochen habe, sollte aus unserer Sicht zur Umsetzung der Protokollerklärung aus dem Bundeskabinett, die ist ja jetzt Bestandteil der politischen Debatte, sollte eine gesetzlich verankerte Priorisierung der Länderinitiativen greifen. Also es sollte jetzt im Bundesnaturschutzgesetz, das, was gerade offen ist und diskutiert wird, sollte ein Vorrang des Vertragsnaturschutzes in Schutzgebieten geschaffen werden und dort halt für den kooperativen Insektenschutz greifen. Die Länder sollten dann dazu verpflichtet werden, solche kooperativen Maßnahmen umzusetzen. Und wenn diese Länderoption dann genutzt wird von den Bundesländern, greifen nicht die neuen Regelungen in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Das wäre aus unserer Sicht ein sinnvoller Weg. Dann ist der von vielen beschworene Vorrang der Kooperation und die Bedeutung der Kooperation ist dann verankert. Und nur wenn ein Land nichts machen würde, würden die Regelungen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung greifen. Noch dazu sollte an der Stelle auch ein Ausgleich verankert werden. Der zweite Bereich, der aus unserer Sicht geregelt werden sollte, ist eine gesetzliche Absicherung der Länderoptionen auch bei den Gewässerrandstreifen. Damit die Länder abweichende Regelungen treffen können, müssen sie dafür ermächtigt werden. Deswegen halten wir eine Änderung des Pflanzenschutzgesetzes für sinnvoll, jetzt im Zuge der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Und im Pflanzenschutzgesetz sollte eine Ermächtigung geschaffen werden für die Länder für Gewässerabstände, die dann vorgehen vor bundesrechtlichen Regelungen. Diese Klarstellung ist dringend erforderlich und man sollte dann auch dort eine Ausgleichsregelung knüpfen an diese Gewässerregelung. Vielen Dank. Träger, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen darf, dann sollte das Insektenschutzgesetz bzw. die Verordnung eine freiwillige Verordnung vorschreiben, damit eine gesetzliche Regelung vermieden werden kann. Also Herr Pingen, bei aller Wertschätzung, das ist schon ein beachtliches Gedankenkonstrukt und dann sollen wir das auch noch finanziell entschädigen mit Steuermitteln. Ja, ich kann verstehen, dass Sie das als Vertreter eines Interessenverbandes so als eine gute Idee finden, aber warum sollten wir überhaupt eine gesetzliche Regelung machen, damit wir nur mehr Geld ausgeben? Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen diskutieren, ob das wirklich der sinnvolle Weg ist. Der sinnvollste Weg ist auch meines Erachtens derjenige, der uns inhaltlich weiterbringt. Vielleicht sollten wir das Pferd mal so rum aufzäumen. Meine Frage geht an Herrn Dr. Brühl. Und zwar, Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme darauf auf eine Regelung, die es in anderen Ländern gibt. Und zwar geht es da um eine transparente Dokumentation des schlagspezifischen Einsatzes von Pestiziden. Warum würden Sie das für eine gute Idee halten und damit verbunden, wenn Sie noch Zeit haben, die Frage, wie sehen Sie denn das Verhältnis von Lichtverschmutzung zu dem Thema,
Welche Rolle spielt der Pestizideinsatz und das Stichwort Monokulturen für das gesamte Problem? Vielleicht können Sie das noch zueinander ins Verhältnis setzen. Vielen Dank. Gerne, ja. Zu der Datengrundlage, die ja auch von der Frau Jessel gefordert worden ist, übrigens eine Forderung, die schon lange im Raum steht, wäre natürlich zu einer Betrachtung des Eintrags von Pestiziden besonders wichtig, vor allen Dingen, da es ja auch Forderungen gibt wie Pestizidmengenreduktion. Nun, eine Menge an sich ist leider nicht sehr aussagekräftig, weil eben die Toxizität auch noch eine Rolle spielt. Und daher wäre es sehr sinnvoll, wenn wir eben wie in den USA oder in Dänemark Daten transparent zur Verfügung hätte, wo man dann sagen könnte, hier in dieser Landschaft auf diesen Feldern wurde die Menge an dem Insektizid mit der Toxizität eingesetzt. Das würde uns nämlich dann erlauben, tatsächlich auf Landschaftsebene die Toxizität von allen Pestiziden tatsächlich zu berechnen und zu quantifizieren. Und dementsprechend könnte man dann auch sehen, wie stark der Einfluss in solchen Landschaften auf die Biodiversität oder hier spezifisch auf die Insekten wäre. Ja, das wird schon seit längerer Zeit gefordert. Kollegen von mir haben aktuell ausgewertet in den USA, wo die Daten verfügbar sind, die Daten eben, und konnten dann eben feststellen, dass dort zum Beispiel in einem Bereich von 10 Jahren, von 2005 bis 2015, von 10 Jahren, die Toxizität Menge im Endeffekt sich verdoppelt hat für Insekten. Also wir leben eben auch noch zusätzlich in einer Zeit, in der die Giftigkeit der Landschaft, wenn Sie so wollen, sich eben verstärkt hat auch noch. Um das zu quantifizieren, bräuchten wir solche schlagspezifische Daten. Zu der Frage mit dem Licht, Lichtverschmutzung wird ja adressiert. Lichtverschmutzung spielt eine Rolle, soweit ich das weiß, da arbeiten Kollegen von mir dran, vor allen Dingen bei aquatischen Insekten, die ja dann aus dem Gewässer schlüpfen. Dort gibt es auch Hinweise darauf, dass das da eine Rolle spielt, auf die Größe, auf die Menge, die da schlüpfen, und dann natürlich auch auf Verschiebungen im Nahrungsnetz drumherum. Generell ist hier allerdings auch noch ein großer Forschungsbedarf wohl da, inwieweit Licht tatsächlich ursächlich den gesamten Insektenrückgang betrifft. Das kann man so jetzt einfach nicht beantworten. Zu die Arten, die da erfasst worden sind bei der Studie, die den Daten des Krefelder Vereins zugrunde liegen, das sind fliegende, tagaktive Insekten gewesen. Da spielen die nachtaktiven Insekten, die ja von Licht betroffen sind, wären weniger eine Rolle. Deshalb abschließend kann man dazu schon sagen, dass Pestizide in dem Bereich schon eine wesentlich andere Rolle spielen, nämlich ein Hauptfaktor sind, während Licht eben eine indirekte Rolle spielt in einem Nahrungsnetz und eher so eine chronische Belastung darstellt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Fragen beide richten, einmal an Hubert Heilmann und einmal an Herrn Georg Meierhofen. Und zwar deswegen, weil ich vorhin aufmerksam bei den Eingangsstatements verfolgt habe, dass Herr Meierhofen den Daumen hochgehalten hat, als Herr Heilmann sagte, dass es schwierig ist, wenn man gesetzlich etwas fordert, das dann anschließend fördern zu lassen und dass sich das sehr negativ auch auf den Naturschutz auswirken könnte. Und da würde mich das nochmal interessieren, weil Sie hatten das Thema angerissen. Jetzt ist die Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen. Denn wir als Gesetzgeber müssen uns ja immer fragen, ob ein Gesetzentwurf oder ob ein geplantes Gesetz, hier das Insektenschutzpaket, ob das wirklich dafür Sorge trägt, dass ja, Insektenschutz oder Naturschutz auch wirklich mehr ist als nur die Erhaltung des Status quo. Und gerade an Herrn Georg Meierhofen, da würde mich natürlich interessieren, wie das dann sich auf die landwirtschaftliche Praxis auswirkt. Herr Heilmann, beginnen Sie. Ja, dann fange ich mal an. Also, was Herr Träger gerade sagte, dass wir den kooperativen Ansatz eigentlich gar nicht verfolgen sollen, weil wir können das ja alles mit Verordnung oder sowas regeln. Zumindest ist das so ein bisschen bei mir angekommen. Der wird sich wundern. Also das funktioniert so nicht.
Wir brauchen, wenn wir für die Insekten was machen, wirklich was Durchgreifendes machen wollen, brauchen wir einen landschaftsübergreifenden Land- und forstwirtschaftlichen Biotopverbund der Insektenpopulation in Wäldern, Waldrändern, offene Landschaft, Äckern, Hecken, Baum- und Blühstreifen verbindet. Dazu brauchen Sie die Kooperationsbereitschaft der Landwirte. Und dazu müssen Sie Geld in die Hand nehmen. Und wer dazu nicht bereit ist, dem wird das, der wird im Insektenschutz auch mit Verboten nicht weiterkommen. Ich bin auch äußerst pessimistisch, dass eine transparente, aber verlässliche Pflanzenschutz-Schlagdokumentationspflicht irgendetwas bringt. Papier ist geduldig. Und wo was ausgebracht worden ist, wann, in welcher Kultur. Sie können nicht zu jedem Landwirt noch einen Kontrolleur nebenanstellen, der permanent überwacht, was die Landwirte wollen. So, mit dieser Konfrontation kommen wir nicht weiter. Wir brauchen einen kooperativen Ansatz. Und der schließt im Prinzip Verbote aus. Das Verbot oder die Gebotsregelung, das muss die Ultima Ratio sein. Nur so kann man wirklich zusammenarbeiten. Wenn Sie einem erstmal Druck machen und ihm permanent die Fördermittel entziehen, die er die ganzen Jahre bekommen hat, und zusätzliche Kosten verursachen und die Erträge runtergehen aufgrund ihrer Beschlüsse, da werden Sie keine Kooperationsbereitschaft mit fördern. Das funktioniert so nicht. Da müssen wir ansetzen. Wir brauchen eine fachliche Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Und das geht nicht mit Verbotsregeln. Da brauchen wir den Niedersächsischen oder auch einen Ansatz wie in den Niederlanden, dass wir sagen, wir wollen eine bestimmte Leistung haben, bestimmte Biotope, was auch immer. Und das schreiben wir aus und das lassen wir uns als Leistung, kaufen wir uns als Leistung von den Landwirten ein. So ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der dauerhaft auch funktionieren kann. Lassen Sie Herrn Meyerhofer noch eine Minute. Ja. Herr Bleck, herzlichen Dank für die Frage. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Wir in Bayern haben ja ein Kulturlandschaftsprogramm und ich als Betriebsleiter habe an jedem Gewässer schon seit Jahren einen Gewässer- und Erosionsschutzstreifen von 12 Metern. So, und den haben wir über das QLAB auch gefördert bekommen. Wir haben ja auf der Fläche keinen Pflanzenschutz und keine Düngemaßnahmen. Das heißt, da bleibt auch nicht viel übrig für uns, was wir daraus machen können. Vielleicht ein bisschen Pferdeheu. Also wir stellen die Flächen tatsächlich zur Verfügung. Jetzt haben wir, und da würde mir auch noch viel Sinnvolleres einfallen, als einfach nur so eine Cool-Up-Maßnahme. Aber jetzt haben wir zum Beispiel in Bayern dieses Volksbegehren für Artenvielfalt bekommen. Und jetzt haben wir verpflichtet, die ersten 5 Meter auch verpflichtet als Gewässerschutzstreifen auszuweisen. Und wo sich das jetzt überschneidet, gibt es keine Förderung mehr. Das ist so. Also es gibt jetzt 2 Jahre übergangsmäßig in dem Bereich nochmal eine Förderung, weil es ein Begleitgesetz gegeben hat. Aber es ist nicht vorgesehen, das später nochmal beizubehalten. Das heißt, mir fallen dann einfach Fördergelder weg für das, dass ich meine Fläche, die mir gehört oder meinen Grundstücksbewirtschaftern gehört, da bewirtschaften möchte. Und das ist für mich schon irgendwie zumindest ein Ausgleich, weil ich muss es ja auch irgendwie mal mähen oder ich muss es mal kurz machen oder ich muss mich irgendwie damit beschäftigen, sonst wird es ja verwildern. Und das bereitet mir ja auch Kosten. Und irgendjemand muss dafür gerade stehen. Es ist halt einfach so. Frau Konrad für die FDP, bitte. Ja, vielen Dank. Jetzt gab es ja doch auch gerade durch Herrn Träger angeregt eine Diskussion, die mich jetzt schon ein bisschen wundert, weil ich die SPD eigentlich auch immer wahrgenommen hatte als diejenigen, die gerade die bäuerliche, familienbetrieblich geführte Landwirtschaft besonders in Schutz nehmen und besonders fördern wollen, was auch richtig ist. Und wir jetzt ein Gesetz haben, wo genau diese Betriebe und auch genau diese Betriebe wie Herr Meyerhofer, die auch schon sagen, sie nehmen besondere Natur- und Umweltleistungen eh schon wahr und tun das und befürchten jetzt Einkommensverluste. Und das wird unter Umständen zu Strukturveränderungen führen, gerade in den, ich sag mal, kleiner strukturierten landwirtschaftlichen Gebieten, wie das in Bayern der Fall ist, wie das bei uns in Rheinland-Pfalz der Fall ist. Und deshalb würde ich gerne doch noch mal wissen von Herrn Henjes, gibt es eine ökonomische und eine ökologische Folgenabschätzung über die Wirksamkeit der ausgewählten Maßnahmen?
Und haben Sie auch schon mal sich Gedanken gemacht und damit auseinandergesetzt, welche globalen Verlagerungseffekte, zum Beispiel auch durch Produktionsverlagerungen ins Ausland, durch diese geplanten Maßnahmen stattfinden können? Also es gibt, soweit wir wissen, gibt es leider keine ökologische und ökonomische Folgenabschätzung eben für die Maßnahmen dieses Konzeptes, weil ja, die hätten zum Beispiel beim Thünen-Institut einen Auftrag gegeben werden können in den letzten anderthalb Jahren, wurde aber leider nicht gemacht, sowohl für die Biodiversität als auch für die Ökonomie, für die Betriebe, die betroffen sind. Das ist relativ einfach für die Ökonomie sogar gemacht. Das kann man in einer Woche rechnen, wie viel Fläche und welche Betriebe da betroffen sind. Aber das wurde leider bisher noch nicht durchgeführt für die Auswirkungen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, so traurig das ist. Das heißt aber, wir wissen, ja, wir von den Bauernverbänden können schätzen, ungefähr wer betroffen ist, und die Betriebe müssen sich melden und die Flächen lassen sich ungefähr abschätzen, aber deren Nutzungsform nicht so gut, wie das hätte gemacht werden müssen. Und es ist natürlich klar, da gibt es auch jetzt ernstzunehmende Artikel, es gab letzten Herbst in Nature einen von Fuchs und et al., dass auch gerade durch europäische Umweltpolitik auch externe Effekte erzeugen können, wenn wir massiv hier Fläche stilllegen. Wir brauchen aber gar nicht diese massiven Extensivierungsmaßnahmen. Wenn Sie sich die aktuelle Studienlage angucken, sowohl von der Leopoldina als auch von den, was jetzt frisch aus Göttingen rausgekommen ist, Professor Schahnke, die Hauptfaktoren bei Insektenverlust für die Insekten, für die Vermehrung sind Nahrung und Flächen, wo sie sich unterschlüpfen können oder wo sie überwintern können. Das sind relativ kleine Flächenansprüche, die sie brauchen. Aber die müssen dann sehr, sehr intensiv für den Naturschutz bereitgestellt werden, so wie Herr Meyerhofer das dargestellt hat. Wir brauchen kleine Streifen, die aber mit massivem Schutz und die dann den Insekten von den Bauern auch als Biotop zur Verfügung gestellt werden. Und genau dieses Konzept haben wir in Niedersachsen oder in Bayern, in Baden-Württemberg jetzt angelegt. Und das ist weil es auch die Vernetzung und den genetischen Austausch bringt. Das sind ökologisch wirksame Faktoren. Wir machen jetzt zurzeit Insektenschutz vor allem in Feuchtgebieten und an Gräben. Wir haben aber das größte Problem, da sieht auch die Studie von Frank Klink, bei den Trockenlandsinsekten. Also wir machen genau die falschen Maßnahmen auf Bundesebene, die konterkarieren das, was wir auf Landesebene flächendeckend machen. Und das ist halt, was die Bauern wirklich auch auf die Palme bringt, dass das ohne jegliche Form von ökologischer Bewertung gemacht wird. Die Maßnahmen passen nicht zu den Anforderungen des Naturschutzes. Wir können den Naturschutz viel, viel besser machen, als er jetzt gemacht wird. Und wir müssen das auch machen, weil wir haben auf der Welt nicht beliebig Fläche. Und jede Fläche, die wir hier extensivieren, wird anderswo im Zweifel in Produktion genommen. Und deswegen müssen wir damit sehr sorgsam umgehen und müssen auf den Flächen, wo wir Naturschutz machen, müssen wir ihn gut machen. Wir müssen da auch wirklich Naturschutz und dem Artenschutz was tun. Und das lässt sich machen. Also die Studienlage gibt das her. Wir können mit relativ wenig Fläche in der Agrarlandschaft, mit 10-15% der Gesamtfläche, reden wir von Inlandschaften, kann man einen guten Erhaltungszustand erreichen. Aber das müssen wir dann auch mit den Bauern zusammen machen, weil sonst kriegen wir diese Agrarbiotope nicht gepflegt. Und wenn wir sagen von vornherein, die haben da nichts für zu bekommen, dann finden wir diese Landschaftspfleger dann und Erhalter nicht. Dankeschön. Herr Lenkert für die Linke. Ja, meine Frage geht wieder an Herrn Dr. Metzner. Sie haben ja vorhin schon kurz die Lichtverschmutzung angesprochen, weil gesagt wird, das wäre noch nicht so bekannt. Ich zitiere die Maja Kruspewitsch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie. Die Hälfte aller Insektenarten ist nachtaktiv. Sie sind auf Dunkelheit und natürliches Licht von Mond und Sternen angewiesen, um sich zu orientieren, fortzubewegen oder Räubern auszuweichen. Eine künstlich erhellte Nacht stört dieses natürliche Verhalten mit negativen Auswirkungen auf die Überlebenschancen. Jetzt die Frage, die Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung derzeit nicht ausreichend zu bewerten, weil wichtige Details in Rechtsverordnung geregelt werden sollen. Können Sie trotzdem eine grobe Einschätzung geben, ob der Bereich der Lichtverschmutzung mit diesen Maßnahmen angemessen geregelt werden würde und wo sehen Sie gegebenenfalls zusätzlichen Handlungsbedarf? Dankeschön, Herr Lenkert. Erlauben Sie, dass ich kurz noch eine Bemerkung zu der Diskussion abgebe, die gelaufen ist. Mich erstaunt etwas, dass sich hier anscheinend die Meinung durchsetzt, dass wir in Sachen, die wir gesetzlich regeln oder durch Verordnungen geregelt ist, keine Förderung mehr durchführen dürften. Das erstaunt mich etwas, weil es würde ja heißen, dass wir kein Natura 2000-Gebiet, kein Naturschutzgebiet, die Maßnahmen dort fördern dürften.
Natürlich dürfen wir das und das ist auch gut so. Und viele Fördermaßnahmen auch der zweiten Säule sind explizit auf diese Kulissen zugeschnitten. Die Frage ist immer bloß, wie werden diese Rahmenbedingungen formuliert, sodass das Tun, und das bemerke ich nochmal, das aktive Tun muss gefördert werden dürfen. So, jetzt zu Herrn Lenkert. Mich erstaunt auch etwas diese Begrenzung der Lichtverschmutzung in diesem Gesetz auf Naturschutzgebiete oder auf sehr stark, sehr, sehr begrenzt auch diese Kulissen. Letztlich, und dafür kämpfen viele und wir wahrscheinlich alle, wollen auch zum Beispiel die Maßnahmen der GAP in die Fläche bringen. Wir diskutieren über Eco-Schemes, um hier Maßnahmen auch zum Insektenschutz in der Agrarflur anzubieten, in den Randbereichen von Dörfern. Und insofern ist es mir nicht genug, hier diese Diskussionen, Herr Lenkert, Sie haben es ja zitiert, auch diese wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir die hier nur auf so Naturschutzkulissen beschränken. Das ist wichtig und das muss auch so sein, 100% richtig. Letztlich ist es aber erst der erste Schritt und da sollten wir uns auch Gedanken machen, wie wir hier besser werden können, weil das eine, wenn es macht ja keinen Sinn, wenn wir weitere Strukturen aufbauen in der Agrarlandschaft, Hecken und Gewässerrandstreifen und Blühflächen und fördern hier das Insektenreichtum, aber wir in den Randbereichen der Siedlungen und in den Gewerbegebieten ist nach wie vor das Licht ein Negativfaktor, das uns dann wieder die Erfolge vielleicht aushebelt. Dankeschön. Die letzte 5-Minuten-Frage, danach können wir noch mal eine sehr verkürzte kleine Runde machen, aber die letzte Frage dieser originalen Runde stellt Steffi Lemke für die Grünen. Bitte. Ja, also ich bitte wirklich um eine juristische Klärung dieser Frage, die uns, glaube ich, hier alle umtreibt, weil zumindest an dieser Stelle gibt es politische Einigkeit über die Fraktionen hinweg, dass aktive Maßnahmen weiterhin gefördert werden können sollen. Und dass das auch die Bundesebene und auch das Bundesumweltministerium nicht aushebeln will. Und meine Juristen haben mir, so wie Frau Schwarze-Bürsütter das dargestellt hat, ebenfalls übermittelt, dass das weiterhin möglich sein muss. Ich will noch eine Anmerkung zu den Gewässerrandstreifen machen, weil die mich persönlich wirklich sehr umtreiben. Und ich finde, dass der niedersächsische Weg einen Kompromiss gefunden hat, der schon sehr, sehr deutlich ist. Und den wünsche ich mir aber, und das nochmal in Richtung Bauernverband, für sämtliche 16 Bundesländer als Mindeststandard wirklich abgesichert. Wenn dann Bundesländer mehr machen wollen und das kooperativ umsetzen, dann ist das aus meiner Sicht auch in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass wir keine Gewässerrandstreifen haben. Und es heißt ja nicht, dass die nicht bewirtschaftet werden dürfen. Es geht darum, dass aus diesen Flächen kein Pestizideintrag in die Gewässer stattfindet und damit die Biologie und die Ökologie in den Gewässern weiter zerstört wird. Und das kann doch nicht der Kernbestand von Ausgleich und von Förderung sein. Da reden wir, und das ist meine Frage, mit der ich an Frau Jessel überleiten möchte, was Herr Hennies eben, finde ich, auch noch mal sehr schön beschrieben hat, über den Refugialflächenansatz. Ich halte das für ein wirklich sehr, sehr sinnvolles Instrument für den Naturschutz, für den Insektenschutz, Naturschutz insgesamt. Ich finde, dass das gefördert und ausgeglichen werden muss, wenn Landwirte diese Flächen so zur Verfügung stellen. Aber Frau Jesse, das wäre meine Frage. Ist das richtig, dass er komplett aus der gegenwärtigen Gesetzgebung herausgefallen ist, sowohl BNHG als auch Pflanzenschutzanwendungsverordnung? Und wenn ja, können Sie mir das erklären? Ja, vielen Dank. Zunächst hätte ich noch mit Blick auf Herrn Pingen und Ihre Eingangsanmerkung, Frau Lemke, auch noch das Anliegen, dass man da wirklich rechtlich das klarstellen und differenzieren muss. Fragen des Vorranges von Vertragsnaturschutz und die Entscheidung über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das darf eben nicht vermengt werden. Das gehört nicht ins BNHG, sondern das gehört, was die Pflanzenschutzmittel betrifft, in das jeweilige Fachrecht. Und nochmals eindringlich, wir müssen unterscheiden in der Debatte zwischen Pflanzenschutzmitteleinsatzregelung, Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung und BNHG, was lediglich den Biozideinsatz regelt.
Und zum Zweiten nochmal auf Frau Konrad und Herrn Hennies kann ich mir nicht enthalten zu entgegnen, diese Folgenabschätzung des des ökonomischen Aufwandes, die gibt es. Im sogenannten Erfüllungsaufwand der Pflanzenschutzanwendungsverordnung kann dort von jedem nachgelesen werden. Zu Ihrer Frage, Frau Lemke, ja, dieser Refugialflächenansatz, der ist ausgesprochen sinnvoll. Da haben wir uns auch schon eingehende Gedanken gemacht und hier entsprechende Arbeiten entwickelt, mindestens 5% der Fläche entsprechend bereitzustellen, weil das ein Ansatz wäre, ich habe ja versucht deutlich zu machen, wir müssen sehen, dass wir wirklich flächig in die Landschaft hineinkommen und uns nicht nur auf einzelne Areale, sprich Schutzgebiete beschränken. Und das wäre möglich über diesen Refugialflächenansatz. Zugleich möchte ich den Blick auch noch darauf lenken, auf das Thema GAP, auf die gemeinsame Agrarpolitik, wo ja das Thema weiterhin der sogenannten ökologischen Vorrangflächen und Vorrangbereiche ansteht. Die bislang dort vorgesehenen 3% sind viel zu wenig. Auch hier müsste man deutlich erhöhen und gibt es Erkenntnisse, dass wir nicht nur 5%, sondern man bräuchte um die 10% verteilt in der Landschaft, sinnvoll verteilt als ein Netzwerk auf landschaftlicher Ebene, um hier dem Insektenrückgang wirklich auch effektiv zu begegnen. So, jetzt kommen wir. Sie waren noch gar nicht fertig. Doch, doch, Punkt. Doch, danke schön. Jetzt kommen wir zu einer sehr verkürzten Runde noch. Wir haben noch 15 Minuten, deshalb für jede Fraktion Frage und Antwort noch mal 2 Minuten. Also eine sehr konzentrierte, klare, kurze Frage, um die ich bitte. Und eine ebenso möglichst kurze Antwort des oder der Sachverständigen. Und für die Union stellt die Frage jetzt Herr Färber, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage nochmal an den Georg Meyerhofer. Herr Meyerhofer, haben Sie den Eindruck, es hat Auswirkungen, wenn jetzt beispielsweise Streuobstbestände, Streuobstwiesen oder auch artenreiches Grünland unter Biotopschutz gestellt wird? Sind Sie der Ansicht, es hat Auswirkungen auf die freiwillige Schaffung von solchen Elementen, von solchen Lebensräumen durch die Landwirtschaft, oder hat es aus Ihrer Sicht keinerlei Auswirkungen? Dankeschön. Herr Färber, vielen Dank für die Frage. Ich möchte jetzt anfänglich doch nochmal eine Lanze für den Insekten- und Artenschutz brechen. Also ich glaube, die wissenschaftliche Community ist sich einig, dass hier mehr getan werden muss, und das sehe ich als Landwirt genauso. Aber ich finde halt, man muss die Leute bei der Hand nehmen und sie mitnehmen. Und wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, wir haben eine Krefelder Studie, wo ist die gemacht worden? Die ist in NRW und Brandenburg gemacht. Wir haben, und deswegen, ich bin auch ein großer Fan von regionalisierten Bedingungen. Und das ist heute schon mehrmals angesprochen worden. Ich bin in Niederbayern. Bei uns heißt die Landschaft die Toskana Niederbayerns. Ich bewirtschafte 120 Flächen mit einer durchschnittlichen Flächengröße von 3 Hektar und unendlich vielen Eigentümern. Also das muss ich auch alles zusammenbringen. Und das ist nicht ganz einfach, das jetzt so zu machen, dass man die regionalen Bedingungen nicht mit aufnimmt. Und zu Ihrer Frage, ich sage es Ihnen ganz direkt, kein Landwirt macht freiwillig mehr eine Streuobstwiese, wenn er danach nicht frei darüber bestimmen kann. Das ist doch klar. Ich meine, es geht um Eigentum der Landwirte, und die wollen auch gerade hinsichtlich der Herausforderungen der Zukunft möglichst flexibel bleiben in dem, was sie da machen. Es könnte ja sein, dass morgen eine neue Kulturart aufkommt, die vielleicht große Bedeutung für die Landwirtschaft hat, und dann möchten wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, diese auf die Flächen auszubreiten, und das würde dann unterbunden. Und deswegen ist es immer besser, man nimmt die Leute bei der Hand und macht es kooperativ, dann legen die auch welche an. Ich habe selbst erst letztes Jahr eine Streuobstwiese angelegt, weil mir das eine große Herzensangelegenheit ist, aber ich bin verärgert darüber, wenn die einen Schutzstatus bekommt und ich nicht mehr darüber bestimmen kann. Danke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern spontan das Angebot annehmen, das Frau Professor Schlacke gerade im Chat gemacht hat, dass sie noch was zur Unberührtheitsklausel in der Pflanzenschutzverordnung sagen kann und möchte. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Träger. Ich lese noch mal den Wortlaut vor, damit vielleicht alle sich vergegenwärtigen, was dort jetzt im Entwurf des Paragraphen 4a Pflanzenschutzanwendungsverordnung steht, also zu den Gewässerrandstreifen.
sind mit der Zulassung des jeweiligen Pflanzenschutzmittels Anwendungsbestimmungen über größere Abstände oder über die zu verwendenden Pflanzenschutzgeräte festgelegt worden, bleibt die Pflicht zur Einhaltung dieser Anwendungsbestimmungen unberührt. Das ist sozusagen erstmal das eine, wo unberührt auftaucht, aber betrifft jetzt nicht unsere landesrechtlich festgesetzten Gewässerabstände. Das ist jetzt der letzte Satz in diesem Absatz 1. Landesrechtlich festgelegte Gewässerabstände bleiben unberührt. Die Länder können abweichende Gewässerabstände vorsehen. Nach meinem Wortlautverständnis und auch der Systematik kann man daraus meines Erachtens nur ableiten, dass schon bestehende abweichende Gewässerabstände, wie etwa wohl in Niedersachsen, hier nicht dem Paragraphen 4a folgen müssen, sondern die haben Bestand. Also hier ist implizit eine Vorrangregelung getroffen worden und die Länder können darüber hinaus auch neue Gewässerabstände, die von Paragraph 4a Absatz 1 abweichen, regeln. Das heißt, es bleibt auch zukünftigen, analog zum niedersächsischen Weg, vorgesehene landesrechtliche Abweichungsregelungen möglich. Ich weiß jetzt nicht, Herr Pinger, was Sie daran so unbestimmt empfinden. Meines Erachtens ist hiermit eine sehr umfangreiche Länderöffnungsklausel für bestehende abweichende Gewässerabstände und für zukünftige vorgesehen im Entwurf. Dankeschön, Frau Professor Schlacke. Für die AfD fragt jetzt Stefan Brotschka, bitte. Dankeschön fürs Wort, Vorsitzende. Ich habe an Herrn Pinger immer mit dem Kopf schütteln sehen. Auf die Aussage von Frau Professor Schlacke. Herr Bingen, würden Sie darauf antworten, auf das, was Frau Schlacke gerade gesagt hat? Dankeschön. Ja, gerne kann ich da kurz darauf antworten. Es gibt eine Menge Juristen, die das anders sehen, die eindeutig sagen, dass es halt auslegungsbedürftig ist, dass das Risiko besteht, dass dann beide Regelungen parallel gelten, beziehungsweise das Bundesrecht dort drüber gelegt ist. Und deswegen wird vorgeschlagen, dass konkret formuliert wird, dass dann die landesrechtlichen Regelungen, wenn sie vorhanden sind, die bundesrechtlichen Regelungen ersetzen oder Vorrang haben, damit Klarheit vorliegt. Ihre Frage bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde meine letzte Frage an Herrn Metzner stellen, denn Landschaftspflege, Landschaftsschutz, da ist er der Praktiker, der auch immer, also so habe ich ihn immer auf allen Podien kennengelernt, der tatsächlich die konkreten Maßnahmen auch in Einklang bringt mit dem, was auch erreicht werden soll. Und deshalb, Sie haben am Anfang die Tierhaltung angesprochen, die auch ein wichtiger Faktor ist, die jetzt hier heute noch gar nicht behandelt wird und die auch im Gesetz mit vorgesehen wird. Was muss getan werden, um die Tierhaltung auch in der Fläche zu halten und in Bedeutung hier auch für den Insektenschutz gerecht zu werden? Danke, Frau Konrad. Bedeutung für Insektenschutz ganz klar. Tiere müssen in die Landschaft. Wir müssen es schaffen, mehr Weidetiere wieder auf die Weide zu bekommen. Und das ist vorrangig, muss auch das Ziel sein im Sinne des Insektenschutzes. Natürlich ist das Ganze eine Frage der gemeinsamen Agrarpolitik. Und hier müssen natürlich richtig wichtige Weichen gestellt werden zur Unterstützung der Betriebe, die das tun. Weil ohne Landwirt kein Tier und kein Weidetier und dann auch keine Weide. Das heißt, letztlich haben wir hier den klassischen Link hin zu den bestehenden oder zu diskutierenden Agrargesetzen. Und wenn ich die Gesetzesvorlagen richtig interpretiere, ist da ja schon ein erster Schritt angedacht mit einer gekoppelten Weidetierprämie, um genau diese Betriebe zu unterstützen, die wir da brauchen. Und aus unserer Sicht, aus Sicht des DVL und der Landschaftspflegeverbände in Diskussion mit unseren Schäfern und Mutterkuhhaltern, ist das genau das Richtige. Das müssen wir tun. Und da appelliere ich auch an die Herren und Damen Abgeordneten hier, diesen Vorschlag in den Gesetzen zu unterstützen. Herr Lenkert, Ihre Frage bitte. Ja, vielen Dank.
Meine Frage geht auch wieder an Herrn Metzner. Herr Metzner, Sie führten gerade aus Weidetierprämie, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, die an die Fläche zu koppeln oder wäre es aus landschaftspflegerischer Sicht besser, die auf die Tierkopfzahl zu beziehen? Und ansonsten können Sie noch beantworten, was Sie gern möchten. Aus unserer Sicht wäre es besser, natürlich an die Tierkopfzahlen zu koppeln. Es geht ja hier sehr stark auch um, ich nenne Ihnen ein Beispiel, um Schäfereibetriebe, die sehr flächenschwach oft sind, Wanderschäfer, die dann auch öffentliche Flächen bewirtschaften. Das heißt, hier ganz klar Aussage Tierkopfzahl, klassische gekoppelte Prämien. Und sicherlich als weiterer wichtiger Punkt, den ich noch vielleicht noch ansprechen möchte, wäre der Bereich Hecken, Landschaftselemente hier. Es wurde ja bereits diskutiert im Hinblick auf Streuobst. Die Landwirte sind nicht bereit, eventuell eine Streuobstwiese anzulegen. Ja, das kann uns passieren. Das heißt aber, wir müssen gerade bei der Anlage von dauerhaften Landschaftselementen andere Lösungen finden. Hier gibt es seit Jahren Lösungen im Hinblick auf Flurneuordnungsverfahren, dass man diese Flächen eventuell in kommunalen Besitz überführt und dem Landwirt dauerhaft mit anderen Flächen ausgleicht. Also solche Instrumente sind in der Praxis gang und gäbe und müssen aus meiner Sicht mehr intensiviert werden und diskutiert werden. Steffi Lemke, bitte. Ja, die geht an Herrn Settele. Und das Gute ist ja, dass wir bei der Weidetierhaltung jetzt über die Bund-Länder-Verhandlungen zur GAP einen guten Schritt vorangekommen sind. Und ich hoffe, dass wir da wirklich jetzt auch ein Ergebnis gesetzlich fixiert bekommen. Herr Settele, ich habe noch eine Nachfrage bezüglich, wir hatten ja FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete mehrfach angesprochen. Können Sie denn Aussagen treffen, belastbarer, wie hoch das Schutzniveau in diesen Schutzgebieten gegenüber der Normallandschaft tatsächlich ist? Die Krefelder Studie hatte ja damals massive Einwirkungen in den Schutzgebieten festgestellt. Und meines Wissens nach gibt es da eine UBA-Studie, die bisher nicht veröffentlicht ist, die dazu Aussagen trifft. Können Sie dazu was erklären? Die UBA-Studie kenne ich auch nicht. Tut mir leid. Aber im Prinzip haben wir eine hohe Vielfalt von Niveaus in FFH-Flächen, in Natura 2000-Flächen. Also einige sind einfach sehr gut mit artenmäßig im Bestand, insektenartenmäßig, andere eben weniger. Ich hatte ja vorher gezeigt, die Studien, die wir machten mit der Abnahme der Artenzahlen, die ja parallel lief, innerhalb von Natura 2000 außerhalb. Das zeigt uns zumindest, dass dort ein Trend auch da ist, weil es nur die Falter, auch ein Trend da ist, der eben, so muss man sagen, uns zeigt, dass die Nutzung nicht optimal ist. Es sind ja meistens Nutzungsgebiete, oft auch Grünland. Und was ich konkret im Kopf habe, sind Grünlandgebiete. Da müssen wir weiterhin dafür sorgen, dass eben eine Nutzung extensiver Art im Grünlandbereich stattfindet. Und Weide ist sicher ein wesentliches Konzept, um das umzusetzen, um nochmal die Diskussion von eben aufzugreifen. Also ich glaube, da sind wir auf dem absteigenden Ast. Wenn uns noch nicht gelingt, diese Nutzung letztlich so durchzuführen, dass eben die typischen Arten, oft sind es Arten des Anhangs, dann auch entsprechend einen guten Erhaltungszustand erlangen. Die Zustände sind bundesweit für die Arten, die dort genannt sind, also spezielle Arten, die im Kontext wichtig sind, in aller Regel ungünstig bis uns, bis sehr ungünstig. Es gibt ganz wenige Ausnahmen bei den Insekten. Danke. Ja, wir sind am Ende unserer heutigen Anhörung. Ich danke allen Abgeordneten für ihre Fragen und vor allem natürlich unseren Sachverständigen für Zeit und Expertise, die sie uns gegönnt haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Zufriedenheit mit dem Entwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes schon vollkommen da ist. Also es sind Konfliktfelder durchaus wahrzunehmen, die noch nicht bereinigt sind. Vielleicht kommen wir ja in der weiteren Beratung auch jetzt mit der Hilfe dieser Expertisen aus unterschiedlichen Blickwinkeln da noch ein bisschen näher zusammen. Es wäre den Insekten und allem, was da dranhängt, an großen Fragen, das ist so, die ganzen großen ökologischen Fragen hängen zusammen. Vielleicht es käme denen zugute. In diesem Sinn bin ich nicht hoffnungslos, wenn auch heute noch nicht ganz voller Hoffnung. Ich bin gespannt auf die weitere Beratung. Nochmal ganz herzlichen Dank und einen schönen weiteren Wochenanfang Ihnen allen.